Ja, können wir anfangen. Ich eröffne die 136. Sitzung des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz. Begrüße zunächst die Kolleginnen und Kollegen hier im Saal sowie die per WebEx zugeschalteten Kolleginnen und Kollegen. Begrüße Sie, die Sachverständigen hier im Saal, und Frau Stockinger und Herrn Kohn, Herrn Gazeas und Herrn Kolzbach, die hier persönlich anwesend sind. Die übrigen sind uns per WebEx zugeschaltet. Und die begrüße ich ebenso herzlich. Sind uns auch die Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung. Und ich begrüße die Zuhörerinnen und Zuhörer auf der Tribüne. Gegenstand der heutigen Anhörung ist zunächst ein Antrag der Fraktion der FDP, mit dem sie die Schaffung einer Rechtsgrundlage für den Einsatz von Vertrauenspersonen im Rahmen der Strafverfolgung und Gefahrenabwehr sowie deren Abgrenzung von anderen Formen verdeckter Informationsgewinnung fordert. Die Fraktion Die Linke fordert mit ihrem Antrag die gesetzgeberische Umsetzung der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte hinsichtlich rechtsstaatswidriger Tatprovokationen sowie die Einführung einer Entschädigungsregelung bei Inhaftierung infolge einer solchen Tatprovokation. Einige Hinweise vorweg zum Ablauf. Sie, die Sachverständigen, erhalten zunächst die Gelegenheit zu einer kurzen Eingangsstellungnahme. Wir beginnen dabei alphabetisch, heute also mit Herrn Kohnen. Und dabei die Bitte, nicht länger als 4 Minuten zu sprechen. Dafür läuft eine Uhr, die kurz vor Ende der Zeit ein Signal gibt und am Ende dann ein noch lauteres Signal geben wird. Die zugeschalteten Sachverständigen sowie alle anderen per WebEx zugeschalteten Teilnehmer bitte ich, ihre Mikrofone auszuschalten, solange sie nicht sprechen. An den Vortrag der Stellungnahmen schließen sich die Fragerunden an, eine oder mehrere, je nachdem, wie viele Fragen gestellt werden. Und die Kollegen können dann jeweils 2 Fragen stellen, entweder 2 Fragen an einen Sachverständigen oder je eine Frage an 2 unterschiedliche Sachverständige. Die Sachverständigen werden dann in der Antwortrunde in umgekehrter Reihenfolge antworten, also mit Frau Stockinger beginnend. Und wenn wir zu weiteren Fragerunden kommen, dann geht es nochmal wieder in alphabetischer Reihenfolge durch. Noch einige weitere Hinweise. Die heutige Anhörung ist öffentlich und wird live im Parlamentsfernsehen auf Kanal 4 gesendet. Deshalb begrüße ich auch die dortigen Zuschauer. Nach der Ausstrahlung ist eine Aufzeichnung der Sitzung in der Mediathek abrufbar. Das Sekretariat fertigt auf der Grundlage einer Tonaufzeichnung zudem ein Wortprotokoll an. Bild- und Tonaufnahmen von der Tribüne oder per WebEx sind nicht gestattet. Ebenfalls nicht gestattet sind Beifalls- oder Missfallensbekundungen von der Tribüne. Rein vorsorglich weise ich darauf hin, dass Störungen in der Sitzung nach dem Ordnungswidrigkeitenrecht oder Strafrecht geahndet werden können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und wir können als erstes mit der Stellungnahme von Herrn Kohnen beginnen. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, für die Einladung und die Gelegenheit, zu diesem Thema Stellung zu nehmen, das leider nicht so gut geregelt ist wie diese Sitzung, also normativ geregelt ist. Deswegen ist der Anstoß, den die Fraktionen gegeben haben, sich legislativ mit dem Thema zu befassen, aus meiner Sicht ein dringlicher und ein überfälliger. Der strafprozessuale Umgang mit Vertrauenspersonen, also Vertrauenspersonen im Strafprozess, ist aus Sicht, glaube ich, nicht nur meiner als Verteidiger, sondern auch aus der anderen Verfahrensbeteiligter ein ungeregeltes Elend. Es wird eigentlich von allen Verfahrensbeteiligten, glaube ich, wird das V-Mann-Wesen als ein relativ trüber Tümpel angesehen, in den niemand richtig steigen will, in dem es aber interessante Fische zu fangen gibt. Und wo und wie gefischt wird, will man dann gar nicht so genau wissen, solange der Fang stimmt. Und das könnte in der Fischerei hinnehmbar sein. Im Strafprozess ist es das meines Erachtens nicht. Und es ist Aufgabe des Gesetzgebers, Licht in diese Trübnis zu bringen und Transparenz. Das macht den Regelungsbedarf aus. Der Regelungsbedarf ist meines Erachtens gegeben, weil der V-Personeneinsatz grundsätzlich mit Grundrechtseingriffen behaftet ist. Und für diese braucht man bekanntermaßen eine gesetzliche Grundlage, die gegenwärtig in den allgemeinen Kompetenznormen der Polizei so nicht zu sehen ist. Wenn Sie sich vor Augen führen, dass eine Observation, die länger als 48 Stunden dauert, einen richterlichen Beschluss richterlich genehmigt sein muss, nach 163f geregelt wird, das ist etwas, was der Bürger gar nicht mitbekommt. Er wird nur beobachtet. Was hier passiert, ist viel intensiver, und das kann man nicht auf die allgemeinen Kompetenzregeln schieben. Ich will Ihnen als Praktiker kurz sagen, wo ich meine, ich habe das auch in meiner Stellungnahme ausgeführt,
wo Regelungsbedarf ist, woran die Praxis und nicht nur aus meiner Sicht, sondern weiß ich mich eins mit vielen Richtern, woran die Praxis krankt. Das eine ist die Frage der Zusage der Vertraulichkeit. Die ist ebenfalls nicht geregelt und sie muss meines Erachtens geregelt werden, denn sie greift in Rechte ein, sie greift in das Recht ein des Gerichtes, sich des unmittelbarsten Beweismittels zu versichern. Das ist nach der Zusage der Vertraulichkeit nicht möglich. Und es ist dem Gericht vollkommen unklar, welche Personen eigentlich mit solchen Zusagen bedacht werden, die normalerweise normativ Zeugen werden. Es greift aber auch ein in das Recht des Beschuldigten, des späteren Angeklagten, bei dem mit der Vertraulichkeitszusage ja antizipiert wird, dass er keine Gelegenheit haben wird, entgegen Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe D der Menschenrechtskonvention der Europäischen den Belastungszeugen gegebenenfalls zu befragen. Insofern ist da meines Erachtens Regelungsbedarf, wer mit der Vertraulichkeitszusage überhaupt bedacht werden kann und wie dieses Verfahren auszugestalten ist. Daneben ist die Vertraulichkeit und damit auch die Angaben, die aufgrund von Vertraulichkeit anonymisiert gemacht werden, die bergen natürlich immer auch ein Potenzial, ein Motiv auch gegebenenfalls zur Falschbelastung. Und die, wenn wir uns an die Kronzeugenregelung erinnern, die ähnliche Motive, nämlich Suche nach eigenen Vorteilen, zum Gegenstand hatte, dann wird man konzidieren müssen, dass eine ähnliche Motivlage bei Vertrauensleuten nicht ausgeschlossen werden kann. Und wenn man da eine besonders sorgfältige Beweiswürdigung bei Gerichten anmahnt für Kronzeugen, dann gilt das auch für V-Personen und da muss die Genese dieser Aussage klarer sein. Das betrifft dann auch die regelmäßig erstattete Vergütung von Vertrauenspersonen, die ebenfalls nicht geregelt ist und die auch zu Tatprovokationen führen kann. Ein letzter Satz. Es muss nicht nur normativ, sondern es muss auch faktisch ein Qualitätsmanagement aus meiner Sicht für Vertrauenspersonen eingeführt werden, das es gegenwärtig zumindest in der Landespraxis Berlin nicht gibt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kohn. Als nächstes Herr Fiedler, der uns zugeschaltet sein müsste. Ja, herzlichen Dank für die Einladung und für die Gelegenheit, Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete. Ich versuche den Blick ein bisschen über Berlin zu weiten und erlaube mir insoweit jetzt nicht so sehr auf der normativen Ebene in die Diskussion einzusteigen. Sie haben mich ja mit hoher Wahrscheinlichkeit eben aus der praktischen Sicht heraus gefragt. Nach meiner Wahrnehmung geht es in der Anhörung ja heute sehr, sehr stark um die Frage des Ob und noch nicht so sehr um das Wie. Zumindest haben wir ja keinen aktuellen Gesetzesvorschlag zu diskutieren. Zunächst einmal haben wir ja viele Dinge, die gerade angesprochen worden sind, untergesetzlich geregelt, sowohl in der RIS-PV als auch in vielen Landeserlassen und haben darüber hinaus natürlich in den letzten Jahren nach meiner Bewertung jedenfalls ein sehr professionalisiertes Management dieser Themen, die heute Diskussionsgegenstand sind, gewährleistet. Zumindest ist das mein Blick oder meine Kenntnis sowohl auf Landes- als auch erst recht auf Bundesebene. Ich will aber in die Gelegenheit der wenigen Minuten des Einstiegs nutzen, vor allen Dingen erstmal die Problemdimension aus Sicht der Ermittlungsbehörden deutlich zu machen und darauf hinweisen, dass wenn wir nach vorne in die Zukunft schauen, wir natürlich mit zunehmenden Problemstellungen zu tun haben, die immer mal wieder auf unterschiedliche Zielkonflikte stoßen. Wir haben es mit abgeschotteten Strukturen zu tun im Grunde nach und da bleiben uns schlechterdings aus rein denklogischen Gründen nur wenige Möglichkeiten, um dort eindringen zu können in diese Strukturen. Wir haben also einerseits die Diskussion, die Ihnen allen bekannt ist, über kryptierte Kommunikation und die rechtlichen und tatsächlich technischen Möglichkeiten, dort entsprechend überwachen zu können. Und wir haben die Möglichkeiten durch VE, VP, Scheinkäufe, nicht öffentlich ermittelnde Polizei, Beamte zu versuchen, in diese Strukturen vordringen zu können. Das ist natürlich unser aller Wille, das rechtsstaatlich so abgesichert wie möglich tun zu können. Und es tun sich hier in diesem Feld vor allen Dingen die Zielkonflikte aus, die sich auf unserer Sicht heraus insbesondere durch die Gefährdungssituation der VP abzeichnen am Ende des Tages. Also unser
ein wesentliches Augenmerk bei all den Fragen, die hinterher auch in der Hauptverhandlung sich niederschlagen und häufig Kritik finden, richten sich danach aus, dass wir Leib und Leben der VP zu schützen haben und das handlungsleitend für unsere Maßstäbe genauso sein muss wie ein rechtsstaatlich sicheres Verfahren. Und um diese Zielkonflikte aufzulösen, würden wir nicht per se gegen gesetzliche Regelungen sprechen. Warum auch? Entscheidend für mich in der Diskussion ist allerdings, was der konkrete Vorschlag denn sein soll und wie er sich von der aktuellen Praxis, Rechtspraxis und tatsächlichen Praxis unterscheidet. Insoweit sind die Diskussionen über Richtervorbehalte oder Ähnliches sehr, sehr praktisch, weil wir auf der anderen Seite die Identität der VP gleichzeitig schützen müssen, weil wir sonst schlechterdings das gesamte Ermittlungsinstrument komplett verlieren. Viele der in der Diskussion befindlichen Punkte scheinen mir in der praktischen Konsequenz eine solche Auswirkung haben zu können. Das wäre für mich ein wichtiger Diskussionsgegenstand. Ich glaube, viele dogmatische Dinge sind ja nun auch vom Gutachten, an dem der Deutsche Richterbund in aller Tiefe beteiligt gewesen ist, zumindest beantwortet. Auf der anderen Seite bleiben viele praktische Fragestellung im Vorverfahren bis zum Hauptverfahren. Vielleicht bis hierher erstmal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Fiedler. Als nächstes hat das Wort Herr Katsias. Sie müssten hier. Danke. Genau. Auch ich danke Ihnen für die Einladung zu dieser Anhörung. Beide Anträge, die wir hier heute diskutieren, betreffen nicht weniger als Kernfragen des Rechtsstaats. Wie der Rechtsstaat bislang allerdings mit diesen Fragen umgeht, gibt Anlass zu Kritik und auch zu Sorge. Da war es zum Beispiel so, dass ein V-Mann 20 Jahre lang faktisch als verdeckter Ermittler tätig werden konnte. Ein V-Mann, der eingesetzt wurde in verschiedenen Kriminalitätsfeldern. Und die Begehung von Straftaten durch diese V-Mann-Führung ist ebenso toleriert worden wie andere absolute No-Gos. Dieser Mann, meine Damen und Herren, ist heute aufgrund seiner Gefährdungslage faktisch ohne Polizeischutz nicht lebensfähig. Und das wird auch bis auf Weiteres so bleiben. Es hängt, wenn Sie so wollen, hängt er an der Herz-Lungen-Maschine des Polizeischutzes, die durchaus damit auch überfordert ist und die Sauerstoffzufuhr, um im Bild zu bleiben, nicht immer optimal regelt. Diese Folgen hat dieser V-Mann nicht vorhergesehen. Er sagt heute, ich rate jedem davon ab, V-Mann zu werden. Das ist sicherlich etwas, was nicht im Interesse der Strafverfolgungsbehörden ist. Wäre dieser V-Mann nicht von sich aus an die Presse gegangen, wüssten wir heute nichts von diesem Skandal. Meine Rede ist von Murat Cem, der sogenannten VP01, die, wie Sie wissen, auch im Zusammenhang mit Anis Amri eingesetzt worden ist und erfolglos vor ihm gewarnt hat. Die Bewertungen gerade zu dieser V-Person und ihren Einsätzen kann ich auch deshalb recht belastbar treffen und auch die Feststellung, dass hier sehr vieles falsch gelaufen ist, weil ich diesen VP01 als Zeugenbeistand in beiden Untersuchungsausschüssen, einem hier in diesem Hohen Haus, begleitet habe. Mein Wissen beruht also auf einer Vielzahl von Gesprächen mit ihm. Das, was ich hier sage und was ich geschrieben habe, das nur der guten Form halber, dort bin ich von meiner Schweigepflicht entbunden worden. Ich bin mir relativ sicher, dass es mit einer gesetzlichen Grundlage, etwa in der Form, wie die FDP-Fraktion das in ihrem Antrag vorgeschlagen hat, dass es in diesem Fall zu solchen Auswüchsen nicht gekommen wäre, weil vorher Schutzmechanismen gegriffen hätten. Dass eine gesetzliche Grundlage für den Einsatz von V-Personen im Strafverfahren notwendig ist, ist in meinen Augen geradezu augenfällig. Der Einsatz von V-Personen zählt zu den eingriffsintensivsten Mitteln des Staates. Das Bundesverfassungsgericht hat ihn als schwerwiegenden Grundrechtseingriff bezeichnet. Die Ermittlungsgeneralklausel, die wir haben in § 161 der Strafprozessordnung, die genügt dafür nicht. Sie rechtfertigt nur niedrigschwellige Grundrechtseingriffe. Es bedarf also einer bereichsspezifischen Regelung. Eine gesetzliche Regelung ist also bereits verfassungsrechtlich zwingend erforderlich. Diese Frage kann man, so meine ich, wenn man das BKA-Urteil des Bundesverfassungsgerichts richtig bewertet, gar nicht anders lesen. Die gegenwärtige Rechtslage ist daher nicht nur unbefriedigend, sondern auch verfassungswidrig. Aber auch jenseits des Verfassungsrechtlichen. Es gibt in meinen Augen keinen zwingenden Grund, der irgendwo ersichtlich ist, warum eine gesetzliche Grundlage für den Einsatz von V-Personen und dem Verbot der Tatprovokation nicht geschaffen werden soll. Eine gesetzliche Grundlage würde zu größerer Rechtssicherheit führen. Sie würde
in meinen Augen mit keinen Nachteilen einhergehen. Und letztlich dürfte sie auch die Akzeptanz für den Einsatz dieses auch in der Öffentlichkeit nicht unumstrittenen Instruments erhöhen. Die Expertenkommission 2015, der Deutsche Richterbund in seinem großen Gutachten 2019 und auch der NSU-Untersuchungsausschuss haben anempfohlen, eine gesetzliche Grundlage zu schaffen. Eine überzeugende, der Verfassungsschutz übrigens selbst hat eine geschaffen. Für die Strafverfolgungsbehörden gibt es eine solche bis jetzt noch nicht. Eine überzeugende Antwort darauf, warum das noch nicht geschehen ist, habe ich bislang noch nicht gehört. Und ich glaube auch zu wissen, warum, weil es nämlich keine gibt. Erlauben Sie noch einen letzten Satz und dann komme ich zum Ende. Die Initiative, die hier ergriffen wurde, ist in meinen Augen nicht deshalb schlicht abzulehnen, weil sie von der Opposition kommt. Bei allen nachvollziehbaren parteipolitischen Partikularinteressen scheint mir die hier diskutierte Frage der Sinnhaftigkeit einer gesetzlichen Regelung für den Einsatz von V-Personen und dem Verbot der Tatprovokation im Strafverfahren eine solche zu sein, in der ein Konsens möglich ist, ja bei jeder Abgeordneten und jedem Abgeordneten im Hinblick auf das gemeinsame Ziel, den Rechtsstaat zu stärken, eigentlich keine andere Entscheidung sinnvoll sein sollte, als die, ein solches Gesetz zu schaffen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Caseas. Wir können gleich weitergehen zu Herrn Gremmelmeier, der wiederum per WebEx zugeschaltet ist. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich möchte zunächst zum Antrag der Fraktion Die Linke Stellung nehmen. Seit dem Jahr 1998 findet in regelmäßigen Abständen ein Wechselspiel zwischen dem EGMR und den verschiedenen Senaten des BGH statt. Beide Gerichte beharren, wenn man mal vom zweiten Senat des BGH absieht, auf ihren Standpunkten. Der EGMR nimmt bei der rechtsstaatswidrigen Tatprovokation stets ein Beweisverwertungsverbot an. Der BGH präferiert die Strafzumessungslösung und nimmt als Entschädigung im Sinne von Artikel 41 EMRK einen Strafmilderungsgrund an, der zu einem Strafabschlag führt. Die neuerliche Rechtsprechung des EGMR war jetzt der Anlass für den Fraktionsantrag, eine Umsetzung dieser Rechtsprechung in ein entsprechendes Gesetz zu fordern. Ob das möglich ist, das halte ich für zweifelhaft, denn die EMRK gilt im Range eines einfachen Bundesgesetzes und ist demnach unmittelbar anwendbares Recht. Sie steht in der Normenhierarchie mit der StPO auf gleicher Ebene und nicht über ihr. Das Bundesverfassungsgericht hat in einem Urteil aus dem Jahre Oktober 2004 zur Frage Stellung genommen, wie Entscheidungen des EGMR in innerstaatlichen Organen und auch von den Gerichten berücksichtigt werden müssen. Hiernach gilt das Folgende: Die Auslegung des EGMR ist natürlich so lange zu berücksichtigen, solange das im Rahmen geltender methodischer Standards eben durch Auslegungs- und Abwägungsspielräume da eben gegeben sind. Ob dies bei der vorliegenden Rechtsmaterie der Fall ist, darf bezweifelt werden, denn das deutsche Strafprozessrecht kennt keinen Rechtsgrundsatz, dass einem Beweisgewinnungsverbot auch ein Beweisverwertungsverbot nach sich zieht. In der Strafprozessordnung ist ausschließlich ein Beweisverwertungsverbot normiert im § 136a StPO. Ansonsten kennt die StPO das Beweisverwertungsverbot nicht. Eine konventionsgemäße Auslegung, die zu einem generellen Beweisverwertungsverbot führt, ist daher aus meiner Sicht nicht mit dem deutschen Strafrechtssystem in Einklang zu bringen und daher grundsätzlich abzulehnen. Ausnahmen sind natürlich in Extremfällen möglich, wie es auch in der Rechtsprechung des ersten Strafsenats des BGH statuiert worden ist. Ich komme dann zum Antrag der FDP-Fraktion, die eine spezialgesetzliche Regelung für den Einsatz von V-Personen und Informanten in der Strafprozessordnung verankert sehen möchte. Auch da denke ich, dass eine gesetzliche Regelung nicht unbedingt erforderlich ist. Denn die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und der BGH haben sich in vergangener Zeit wiederholt mit diesen Rechtsproblemen auseinandergesetzt. Die Ermittlungsgeneralklausel 161 und 163 Strafprozessordnung wurde in diesen Fällen stets als ausreichende Rechtsgrundlage anerkannt. Die Generalklausel wird in der Anlage D zur RIST-BV sowie in den entsprechenden Verwaltungsvorschriften der Länder näher konkretisiert. Aus verfassungsrechtlichen Gründen ist daher eine spezialgesetzliche Regelung aus meiner Sicht
nicht erfordert. Dem Gesetzgeber ist es aber unbenommen, dennoch eine entsprechende Regelung zu schaffen. Doch meine ich, dort, wo nicht zwingend rechtliche Regelungen notwendig sind, sollte der Gesetzgeber auch Zurückhaltung üben. Zu den aus meiner Sicht wichtigsten Einzelpunkten des Antrags der FDP-Fraktion möchte ich Stellung nehmen. Dass Minderjährige nicht als VP eingesetzt werden können, ist in der Anlage D zur RIST-TV geregelt. Auch bedarf es keiner Regelung, dass eine VP wie auch ein VE keine Straftaten begehen darf. Auch das ist selbstverständlich. Interessant ist die Frage, ob es eine gesetzliche Grundlage für die VP braucht, wenn sie in eine Wohnung der Zielperson, in dessen Einverständnis eingeladen wird. Muss man trennen zwischen strafprozessual und verfassungsrechtlichen Gründen. Strafprozessual ist das Einverständnis des Hausrechtsinhabers, auch wenn es durch Täuschung erschlichen ist, lässt bereits den Tatbestand des Hausfriedensbruchs entfallen. Auch verfassungsrechtlich bedarf es aus meiner Sicht keiner Regelung. Das OKG kennt zwar in 110b Absatz 2 für den verdeckten Ermittler eine entsprechende Regelung. Hier hat aber auch der Gesetzgeber gesehen, dass Artikel 13 Grundgesetz hier nicht mit betroffen ist, denn Artikel 13 wird im OKG nicht als tangiertes Grundrecht aufgeführt. Entsprechend Artikel 19 Grundgesetz ist dort nicht zitiert. Artikel 13 schützt nicht die irrtumsfreie Willensbildung. Lässt eine Zielperson offen oder verdeckt auftreten, mit dem Staat zuzurechnende Personen freiwillig in seiner Wohnung, ist daher aus meiner Sicht der Schutzbereich von Artikel 13 nicht tangiert. Ein kleines Beispiel: Lässt ein Beschuldigter uniformierte Polizeibeamte freiwillig in seine Wohnung, dann bedarf es keines richterlichen Beschlusses, wenn der mit einer freiwilligen Wohnungsnachschau einverstanden ist. Entsprechendes müsse für das Agieren verdeckt vorgehen. Herr Gammelmeier, wenn ich kurz unterbrechen darf, wir sind schon ein bisschen über die Zeit, ein bisschen viel sogar. Ja. Ich komme zum letzten Satz. Auch ein Richtervorbehalt ist aus Rechtsgründen nicht geboten, denn er bietet kein Mehr an Rechtsstaatlichkeit, denn das ganze polizeiliche Einsatz steht unter der Rechtskontrolle der Staatsanwaltschaft und deshalb nicht notwendig. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als nächstes Herr Heger. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Ich darf Sie begrüßen, ganz kurz zusammenfassen, was ich schriftlich schon niedergelegt habe. Und ich kann mich zum Teil natürlich anschließen an die Vorredner. In der Tat ist es aus meiner Sicht so, dass für die beiden beantragten Komplexe, die sich ja zum Teil überschneiden, natürlich eine Gesetzgebung möglich und vielleicht auch sinnvoll wäre, bin aber nicht absolut überzeugt, dass es derzeit zwingend von Verfassungswegen bereits geboten wäre, sodass man sagen könnte, wenn der Gesetzgeber auch nur eine Sekunde zögert, handelt er verfassungswidrig. Es war die Rede in einem der hier vorliegenden Papiere von einem verfassungswidrigen Unterlassen. Das würde ich im Moment deutlich zurückweisen wollen. Das ist es nicht. Und man muss sich klar vor Augen halten, als es Anfang 2000 zu ersten Diskussionen dazu kam, hat der Gesetzgeber mit 161, 163 reagiert und es hat lange Zeit vom Verfassungsgericht dazu nichts gegeben. Auch die letzten 5 Jahre seit dem BKA-Beschluss. Es würde mich wundern, es wurde angesprochen, es gab V-Leute in dieser Zeit, aber nichts hat das Bundesverfassungsgericht zu deren Einsatz im Strafrecht gesagt. Also, langer Rede, kurzer Sinn. Ich denke, dass es zwar mittelfristig sicherlich sinnvoll sein mag, im V-Mann-Einsatz das eine oder andere zu präzisieren und das am besten dann auch in gesetzlicher Form und nicht nur durch Richtlinien, die es schon gibt und die natürlich innerdienstlich auch eine bestimmte Wirkung bereits entfalten. Ähnlich ist die Situation im Bereich der Tatprovokation und zwar deshalb, weil, wie bereits gesagt wurde, die Urteile ja nun wirken. Das Bundesverfassungsgericht hat ja im Bürgerloh-Urteil selbst gesagt, natürlich müssen die deutschen Gerichte die Urteile des Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte beachten. Und Akbay ist ja insoweit ein bisschen unglücklicher Fall, als der Fall und die Entscheidung durch die Instanzgerichte vor dem ersten Urteil, nämlich Furcht gegen Deutschland, gelegen hat. Jetzt mag man sagen, die Antworten des Bundesgerichtshofs sind uneinheitlich. Verfahrenshindernis, etwas anderes, wie auch immer. Ich halte es aber auch nicht für einfach zu sagen, ja, das ist ein Verfahrenshindernis oder so etwas.
Klar, eine reine Strafzumessungsregelung in diesem Bereich erscheint mir heute überholt, also dass man die Strafe nur etwas mildert. Aber der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat ja selber mit dem Beweisverwertungsverbot neben dem Verfahrenshindernis gleich eine zweite Alternative aufgeworfen. Mir persönlich, ich habe das ja auch kurz dargelegt, gefällt eigentlich viel besser eine materiell-rechtliche Lösung, wie sie verschiedene Kolleginnen und Kollegen sowohl aus der Anwaltschaft als auch aus der Wissenschaft angebracht haben, also eine Strafzumessung sozusagen auf Null etc. Das ließe sich natürlich nur durch eine gesetzliche Regelung machen. Aber wir sollten diese Diskussion nicht abschneiden, hier nicht und beim V-Mann-Einsatz nicht, durch die Grundsätze der Diskontinuität. Wir wissen alle, die Anträge kamen am Ende der Legislaturperiode zum neuen Jahr, kurz bevor der Bundestagswahlkampf losgeht. Mir scheint es kaum möglich, ohne konkrete Vorschläge jetzt schon hinreichend präzise zu diskutieren, was man eigentlich haben will. Wie gesagt, allein die vier Optionen, die ich genannt habe und die auch anderswo natürlich genannt werden, zur Umsetzung der Tatprovokationsfrage sind so ein Thema. Deshalb sollte man das nicht vorschnell machen. Das Zweite, was mir ganz wichtig ist, ich habe das aufgeführt, diese Legislaturperiode, die letzte, war dadurch gezeichnet, dass man versucht hat, das organisierte Verbrechen, gerade auch eine Clankriminalität, Mafiakriminalität etc. in bestimmten, fast familiär geprägten Bereichen effektiver zu bekämpfen durch das materielle Strafrecht. Wenn wir ja das Prozessrecht ändern, müssen wir aufpassen, dass wir das materielle Strafrecht nicht entwerten und sozusagen Steine statt Brot denen geben, die das materielle Strafrecht jetzt effektiv durchsetzen. Deshalb war meine Idee, dass man hier in der nächsten Legislaturperiode neu beginnt und intensiv diskutiert und dann ein tatsächlich vernünftiges Modell findet. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Heger. Als nächstes hier im Saal Herr Holzwacht. Ja. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, verehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren. Ich möchte mich zunächst bedanken, hier Gelegenheit zu haben, als Praktiker zu den Fragen Stellung nehmen zu dürfen. Ich befasse mich zuerst mit der Thematik Vertrauensperson. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft sind Informanten und Vertrauenspersonen wichtige, ja unverzichtbare Mittel zur Bekämpfung von Schwerkriminalität und organisierter Kriminalität. Ohne ihren Einsatz bestünde in vielen Fällen kaum die Chance, Erkenntnisse aus bestimmten kriminellen Milieus zu gewinnen. Daher werden Vertrauenspersonen nicht, wie es etwa in den Regensburger Thesen zum Strafprozess beim 43. Strafverteidigertag 2019 anklingt, eingesetzt, um sich seitens der Ermittlungsbehörden der Gesetzesbindung zu entledigen. Es geht vielmehr um die Suche nach den besten rechtmäßigen Möglichkeiten zur Aufklärung von Straftaten. Als rechtlicher Ausgangspunkt für die Forderungen nach einer gesetzlichen Regelung des Einsatzes von Vertrauenspersonen wird das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum BKA-Gesetz vom 20.04.2016 angeführt. Ich möchte in diesem Urteil hinweisen auf die abweichende Meinung des Richters Schluckebier, die sich meines Erachtens anzuschauen lohnt. Er sah nämlich kaum Auswirkungen auf das Strafprozessrecht dieser Entscheidung, wo nämlich der Einsatz von Vertrauenspersonen nach seiner Ansicht der sogenannten Ermittlungsgeneralklausel zuzuordnen ist und im Übrigen lediglich in einer Verwaltungsvorschrift geregelt ist. Er sagt, die im BKA-Gesetz geregelten präventivpolizeilichen Maßnahmen der Straftatenverhütung im Vorfeld und der Gefahrenabwehr unterscheiden sich seines Erachtens von strafprozessrechtlichen Ermittlungsmaßnahmen. Letztere erfolgen unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft, also eines Justizorgans. Sie bewegen sich im weiteren Verlauf in den schützenden Formen eines durch die StPO differenziert ausgestalteten Verfahrens und münden regelmäßig in eine richterliche Befassung. Das gilt auch dann, wenn das Verfahren nicht zur Anklage führt, aber andere richterliche Anordnungen im Zuge der Ermittlungen erforderlich werden oder die Maßnahmen nach Verfahrenseinstellung zu einem späteren Zeitpunkt offengelegt werden. Ich möchte nur noch meine eigenen Erfahrungen aus fast 25 Jahre dauernder Tätigkeit als OK-Staatsanwalt schildern, der ständig mit der Zusicherung von Vertraulichkeit und Geheimhaltung im repressiven Bereich befasst ist. Ich möchte diesen Erfahrungen den meines Erachtens vergleichsweise wenigen Fällen gegenüberstellen, in denen Deutschland in dieser Thematik vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wegen Verstöße gegen den Grundsatz des fairen Verfahrens verurteilt worden ist.
Ich habe in dieser Zeit noch nie Schwierigkeiten beim Einsatz von Vertrauenspersonen wegen unzulässiger Tatprovokation oder eigener Straftaten erlebt. Es wurden stets klar beschränkte Aufträge erteilt und es war stets ein früher Übergang zu anderen oder weiteren parallel eingesetzten Ermittlungsmaßnahmen wie TÜ, Observation oder Einsatz eines verdeckten Ermittlers erfolgt. Das schon deswegen, um bei der Einführung von VP-Erkenntnissen in die Hauptverhandlung notwendigen vorsichtigen Beweiswürdigungen gerecht werden zu können, Stichwort Kompensation der fehlenden Konfrontation. Es ist dargestellt worden, auch sei zu befürchten eine Doppelung des Beweismittels. Die VP sei zugleich Zeuge und es würde so nicht kenntlich. So etwas darf die Staatsanwaltschaft nicht dulden. Im Zweifel, wenn so eine Situation eintritt, müssen Zeugenschutzmaßnahmen eingreifen. Einsätze im Kernbereich privater Lebensgestaltung, wozu die Planung und Begehung von Straftaten im Übrigen von vornherein nicht gehören kann, erfolgen nicht. Ebenso wenig Einsätze im familiären Bereich des Beschuldigten, sondern nur unmittelbar ihm gegenüber. Einsätze in Wohnungen sind die Ausnahme. Für sie gilt, dass der Beschuldigte insoweit sein Einverständnis erteilt hat und er sich dabei im Klaren darüber ist, dass er eine Privatperson nicht in seine Wohnung lassen muss und er keine Garantie dafür hat, dass eine Privatperson strafrechtlich Relevantes für sich behält und nicht der Polizei offenbart. Wenn Probleme beim Einsatz von Vertrauenspersonen auftreten, dann wegen deren Unzuverlässigkeit oder im Nachgang der Ermittlungen. Ein kurzes letztes Wort zur Tatprovokation. Bei unzulässiger Beweisgewinnung ist meines Erachtens stets eine Abwägung im Einzelfall vorzunehmen zwischen der Schwere des Verfahrensverstoßes und dem Erfordernis wirksamer Strafverfolgung. Und daran orientiert sollte auch eine stufenweise Reaktion im Urteil möglich sein, Strafzumessungslösung, Beweisverwertungsverbot oder Verfahrenshindernis. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Holzbach. Als nächstes hat das Wort Herr Jahn, der uns zugeschaltet ist. Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Sitzungen dieses Ausschusses werden seit kurzem im Internet übertragen. Und ich musste bei den letzten drei Eingangsstatements gelegentlich daran denken, was wohl eines deutschen mächtiger Richter oder eine Richterin des Europäischen Gerichtshofs in Straßburg zu dem dort aufscheinenden Verständnis seine Rechtsprechung sagen würde. Er würde es wohl als bemerkenswert minimalistisch charakterisieren, um es völkerrechtsfreundlich auszudrücken. Und vielleicht ist ja auch die etwas selektive Wahrnehmung der Rechtssache Akbay nur darauf zurückzuführen, dass auch ein halbes Jahr nach dem Urteil vom 15. Oktober 2020 die Entscheidung noch immer nicht in deutscher Übersetzung vorliegt. Auch das beiläufig ein permanenter Missstand im Umgang mit Straßburger Judikatur. In Textziffer 139 dieser Entscheidung heißt es indes mit wünschenswerter Klarheit, dass das Bundesverfassungsgericht seinen, ich muss es so sagen, menschenrechtswidrigen Nichtannahmebeschluss in der Sache Akbay nach Veröffentlichung der ersten Verurteilung Deutschlands in der Sache Furcht gefällt hat. Aber mit seiner ständigen Rechtsprechung und dem Beharren auf die Strafzumessungslösung, die ja eben auch noch einmal anempfohlen worden ist, nicht die Anforderungen aus Straßburg erfüllt. In der Entscheidung heißt es wörtlich, ich muss es auf Englisch zitieren, as such, the domestic courts, inklusive also Bundesverfassungsgericht, did not draw the relevant references in accordance with Article 6 of the Convention. Diese Erkenntnis, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Abgeordnete, hat die Bundesrepublik Deutschland 22.190 Euro gekostet. Deshalb ist der Völkerrechtsminimalismus in den Stellungnahmen der Kollegen aus der staatsanwaltschaftlichen Praxis in meiner Wahrnehmung aus der Zeit gefallen. Straßburg locuta causa finita. Die gegenwärtige Praxis der Tatprovokation im deutschen Strafverfahren wird den Mindestanforderungen an die Regelung wesentlicher Grundrechtseingriffe nicht gerecht. Die Frage nach dem Ob einer parlamentsgesetzlichen Regelung wird durch die EGMR-Judikatur, in deren Lichte das geltende deutsche Recht auszulegen ist, also durch die Entscheidung Furcht und Akbay eindeutig beantwortet, und zwar bejahend.
Es ist also keine Frage freien gesetzgeberischen Ermessens mehr. Und es ist im Übrigen nur eine Frage der Zeit, bis sich auch Karlsruhe dieser Einsicht nicht mehr wird verschließen können. Und deshalb glaube ich, dass Berlin vorangehen sollte. Der Gesetzgeber sollte also zu Beginn der 20. Legislaturperiode tätig werden. Er schuldet ein Gesetz zu den Voraussetzungen und zu den Rechtsfolgen der Tatprovokation. Inhaltlich empfiehlt sich aus meiner Sicht eine eng formulierte Bereichsausnahme, wie ich sie in der Formulierung mit einem § 110e der Strafprozessordnung vorgeschlagen habe. Rechtsfolge muss sein, regelmäßig Verfahrenseinstellung bei rechtsstaatswidriger Tatprovokation. Konventionskonform als zweitbeste Lösung mag man auch an ein regelmäßig eingreifendes Beweisverwertungsverbot denken. Sie haben es gemerkt, ich beschränke mich in meinem Eingangsstatement auf die Problematik der Tatprovokation und vielleicht wird später noch Gelegenheit sein, daraus entsprechende Konsequenzen für die VP-Einsätze zu ziehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Jahn. Fast eine Punktlandung. Als nächstes und letztes hat Frau Stockinger das Wort. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, ich habe wie immer das Problem, als Letzte ist schon vieles gesagt, aber noch nicht von jedem. Bei den Antworten kommen Sie als Erste dran, keine Sorge. Ich habe damals an diesem Gutachten des Deutschen Richterbundes mitgearbeitet und es war damals eine sehr intensive Diskussion, gerade die Frage, ob eine gesetzliche Grundlage für erforderlich geachtet wird oder nicht. Wir haben es noch vor den letzten EGMR-Entscheidungen aus verfassungsrechtlichen Gründen damals nicht für erforderlich erachtet. Es war eine intensive Diskussion, auch aufgrund der verschiedenen Beteiligten. Wir waren Staatsanwälte in dieser Kommission, wir waren Amtsrichter, Landrichter, die eine große Strafkammer hatten, aber auch Richter am Bundesgerichtshof. Und letztendlich hat den Ausschlag gegeben, dass wir gesagt haben, es ist wichtig, dieses Ermittlungsinstrumentarium beizubehalten und von allen Widrigkeiten, die ihm entgegengehalten werden, vielleicht ein Stück weit zu befreien, indem eine gesetzliche Grundlage geschaffen wird. Es ist schon erwähnt worden, dass Ermittlungen im Bereich von Clankriminalität, im Bereich von ethnischen geschlossenen Strukturen zunehmend schwieriger werden. Ermittlungen mit Telefonüberwachungen sind fast kaum mehr erfolgreich, sodass wir hier ein Ermittlungsinstrumentarium haben, das gerade im Bereich der Schwerkriminalität wichtig ist. Und wir haben damals schon gemeint, dass der Gesetzgeber durch eine gesetzliche Regelung ein Zeichen setzen kann und setzen muss, dass und unter welchen Voraussetzungen der Einsatz von Vertrauenspersonen im Strafverfahren gebilligt wird. Und er damit auch ein Stück weit für Eingriffe in Grundrechte Verantwortung übernimmt. Gesetzliche Grundlagen würden natürlich auch Erleichterungen einer Überprüfung ermöglichen, ob die Voraussetzungen für den Einsatz einer Vertrauensperson im zu beurteilenden Einzelfall vorgelegen haben. Im Einzelfall haben wir ja auch die zu den einzelnen aufgeworfenen Punkten und Fragen Stellung genommen. Insbesondere beim Richtervorbehalt waren, nachdem den Richtern auch dargestellt wurde, wie so eine Zusicherung, eine Vertraulichkeit läuft, auch diese davon überzeugt, dass es in dem Fall eines Richtervorbehalts eigentlich nicht bedarf. Der Unterschied, der angesprochen wurde, zum nachrichtlichen Dienst ist, dass durch die Kontrolle der Staatsanwaltschaft ja hier Volljuristen da sind, die die Verantwortung übernehmen. Und lassen Sie mir es aus Sicht einer früheren Staatsanwältin, die auch zahlreiche solche Genehmigungen, Zusicherungen erteilt hat, sagen, eine Staatsanwältin, ein Staatsanwalt hat nichts, dem ist nichts unangenehmer und ärgerlicher, als mit einer unzuverlässigen Vertrauensperson zusammenzuarbeiten. Und es sind nicht einfach Zusicherungen, die ein Staatsanwalt dem VP-Führer gibt, weil der VP-Führer, weil er den halt schon kennt, sondern es waren immer intensive Gespräche, dass hinterfragt wird, was ist es für eine Vertrauensperson, die Unterscheidung Vertrauensperson aus dem Nahbereich, Vertrauensperson, die operativ eingesetzt wird. Und ich denke, dass
wenn man das von den Staatsanwälten wegnehmen würde, würde viel verloren gehen, denn ein Ermittlungsrichter ist überhaupt nicht so in dem Bereich drin, als der Staatsanwalt, der vom Behördenleiter extra dafür eingesetzt ist, diese Zusicherungen zu erteilen. Und ich denke, dass man auf jeden Fall es bei den Staatsanwaltschaften belassen müsste. Vielen Dank, Frau Stockinger. Damit sind wir am Ende der Fragerunde, der Vorstellungsrunde, der Präsentation Ihrer Ausführungen. Wir kommen in die erste Fragerunde und da liegen mir schon einige Wortmeldungen vor. Und wir können anfangen mit Herrn Mayer. Ja, dass ich der Erste bin, vielen Dank. Ja, ich habe eigentlich eine einfache Frage. Und zwar eine Frage an zwei Sachverständige, einmal an den Herrn Kohnen und dann auch hier an den Herrn Holzwart, der direkt vor mir sitzt. Die gesetzliche Lösung, davon verspricht man sich ja was. Und eine gesetzliche Lösung für den Einsatz von V-Leuten dürfte ja Auswirkungen auf die Position eines Angeklagten im Strafprozess haben. Na, welche? Und wird die Position des Angeklagten dadurch eher gestärkt werden oder verschlechtert sich die Situation? Das ist jetzt die Frage an Kohnen und Holzwart. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Mayer. Frau Bayram ist die Nächste. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe zwei Fragen an Herrn Kohnen. Und zwar können Sie vielleicht aus der Praxis noch mal darlegen, die Beispiele, in denen sich die von Ihnen angesprochenen Defizite nachvollziehbar gezeigt haben? Und können Sie zur Entlohnungspraxis für V-Leute ausführen? Also wirkt sich eine Entlohnung auf die Verwertbarkeit der von den V-Leuten ermittelten Beweise aus? Vielen Dank, Frau Bayram. Herr Müller. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage an zwei Sachverständigen. Zum einen an den zugeschalteten Herrn Kremmelmeier und zum anderen an den anwesenden Herrn Holzwart. Die Antragsteller verlangen ja mit ihrem Antrag letztendlich eine klarere Abgrenzung zwischen verdeckten Ermittler und Vertrauensperson. Und so ein bisschen kommt es mir vor, als ob die Unterschiede nicht immer ganz klar sind. Und vielleicht könnten Sie noch mal schildern aus Ihrer Sicht eines Praktikers, worin denn nun die Unterschiede zum einen begründet sind und schildern dabei am besten, wie Sie vorgehen, wenn Sie einen VE-Einsatz vornehmen wollen oder wenn Sie einen VP-Einsatz durchführen wollen, und nennen dann auch die rechtlichen Grundlagen, weil so ein bisschen kommt hier die Stimmung auf. Ja, das eine ist rechtlich klar geregelt und das andere, das schwebt da irgendwo im Orbit. Und es wäre vielleicht ganz wichtig, das nochmal zu sehen und zu hören, was es da schon für rechtliche Grundlagen gibt. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Müller. Herr Mobassert. Ja, danke an alle Sachverständigen für die Inputs. Ich habe zwei Fragen an Herrn Professor Jahn. Könnten Sie einmal noch mal bitte darauf eingehen, warum eine gesetzliche Regelung der Tatprovokation verfassungsrechtlich zwingend erforderlich ist und wer vor allem auch mit Blick auf die Wesentlichkeitstheorie hier handeln muss? Und die zweite Frage betrifft die Rechtsprechung des EGMR. Muss sie dahingehend verstanden werden, dass bei einer rechtsstaatswidrigen Tatprovokation zwingend ein Verfahrenshindernis gegeben ist? Und was heißt das für die bisherige Praxis, dass nur eine Strafmilderung angenommen wird? Wir haben ja auch hier von Herrn Kremmelmeier gehört, dass die Rechtsprechung des EGMR inkompatibel mit dem deutschen Strafrechtssystem sei. Was sagen Sie dazu? Vielen Dank, Herr Mobassert. Herr Strasser. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe zwei Fragen an Herrn Dr. Garcias. In der ersten Frage geht es ein bisschen auch um die Sorge von Herrn Fiedler, die er eigentlich gar nicht haben muss. In unserem Antrag geht es gar nicht um das Ob
der Einsätze haben wir im ersten Satz schon sehr deutlich geschrieben, dass wir das als notwendiges Mittel anerkennen, sondern um das Wie. Es gibt ja nicht nur die VP01, es gibt auch andere Skandale in Bayern, Bandidos, wo man sozusagen eine sehr ergiebige Quelle anders genutzt hat und richterlich festgestellt hat, dass man sich nicht an Richtlinien, an bestehende Richtlinien gehalten hat. Sie haben gesagt, Sie können jetzt auch über Ihren ehemaligen Mandanten sprechen. Können Sie mal bitte, angefangen von der förmlichen Verpflichtung von Murat Cem über das Thema Straftatenbegehung als Konsequenz dann für weitere VP-Einsätze, die Bezahlung bis hin zur Zeit nach der Abschaltung mal darstellen, ganz praktisch an diesem Fall, ob sich die ermittelnden Behörden hier an geltendes Recht gehalten haben oder nicht. Und daraus resultierend die zweite Frage. Die Diskussion über ein Gesetz ist ja nicht neu. Es gibt verschiedene Stellungnahmen von der Richterschaft, von der Staatsanwaltschaft. Es gab eine Expertenkommission im BMJV 2015, die explizit empfohlen hat, eine gesetzliche Grundlage zu schaffen. Da ist bis heute ja nichts da. Ich habe auch gelesen im Spiegel zu dem Artikel zu Murat Cem, dass selbst CDU-Innenminister Herbert Reul sagt, es gäbe Optimierungsbedarf. Er könne sich vorstellen, über Verbesserungen nachzudenken. Sie haben jetzt gesagt, ein Gesetz ist zwingend erforderlich. Wenn Sie mal die andere Perspektive einnehmen, wenn man es redlich mit Optimierungen meint, gibt es denn irgendwelche Möglichkeiten, ohne eine entsprechende gesetzliche Grundlage den Einsatz von Vertrauenspersonen besser im Sinne eines Qualitätsmanagements zu regeln oder nicht? Vielen Dank, Herr Strasser. Und als letztes Frau Rabert. Ja, ich stelle jeweils eine Frage an zwei verschiedene Sachverständige, und zwar an Herrn Heger und an Herrn Fiedler. Fangen wir mit Herrn Heger an. Vor einigen Wochen hat die SPD-Fraktion mit ihrem Koalitionspartner den Ausbau der Geldwäschestrafbarkeit durch Änderung von 261 StGB beschlossen. Bei der öffentlichen Anhörung zum Gesetz wurden, wie auch hier im Fall der Vertrauenspersonen, wiederholt verfassungsrechtliche Bedenken erhoben. Jetzt hat das Bundesgerichtshof zur rückwirkenden Vermögensabschaffung deutlich gemacht, dass die Bekämpfung des organisierten Verbrechens ein sehr wichtiges Anliegen ist, welches der Strafjustiz daher selbst massive Eingriffe wie eine echte Rückwirkung erlaubt. Die Frage: Können Sie sich vor diesem Hintergrund vorstellen, dass die Gerichte von der bisherigen Rechtsprechung abkehren und eine spezialgesetzliche Rechtsgrundlage fordern werden? Die zweite Frage an Herrn Fiedler lautet: Sie bringen langjährige Erfahrung in diese Anhörung und haben auch wichtige Einblicke in die Arbeit von Kriminalbeamten und Beamtinnen. Rechtsgrundlage heute ist die Generalklausel aus der Strafprozessordnung. Ganz ohne Rechtsgrundlage arbeiten Ermittlungsbehörden ja nicht. Die Frage: Läuft der Einsatz von Vertrauenspersonen aus der Sicht des BDK derzeit in irgendeiner Weise ungeregelt ab? Vielen Dank, Frau Rabert. Damit sind wir am Ende der ersten Fragerunde und kommen jetzt zur Beantwortung der Fragen. Als erstes würde Herr Jahn zu antworten haben, der uns zugeschaltet ist, auf die Frage von Herrn Mobassat. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Es sind ja zwei Fragen insgesamt von Herrn Mobassat. Zunächst zur ersten. Da ging es um die Notwendigkeit aus verfassungsrechtlicher Sicht einer gesetzlichen Regelung, insbesondere mit Blick auf die sogenannte Wesentlichkeitstheorie des Verfassungsgerichts. Da ich Hochschullehrer bin, ist die Versuchung groß, das sehr theoretisch zu machen. Ich mache es aber sehr praktisch. Wir haben drei Rechtsmaterien, wo als Ausdruck des Respekts vor der Wesentlichkeitstheorie bereits entsprechende Regelungen in das Gesetz eingeflossen sind. Alle drei betreffen den sogenannten präventivpolizeilichen Bereich. Das ist das Bundesverfassungsschutzgesetz, das ist das Bundespolizeigesetz und das ist das BKA-Gesetz. Insbesondere beim Letzteren kann man sehr gut sehen, wie der verfassungsrechtliche Ableitungszusammenhang läuft. Und das gibt mir Gelegenheit,
zu einer schriftlichen Stellungnahme hier auch nochmal Position zu beziehen, die das aus meiner Sicht unzutreffend darstellt. In der Stellungnahme meines lieben Kollegen Martin Heger heißt es auf Seite 3 oben, im sogenannten BKA-Urteil des Bundesverfassungsgerichts finde sich, so jedenfalls meine Lesart dieser Stelle, keine Aussage zu Vertrauenspersonen. Das trifft nicht zu. Im 141. Band sagt der erste Senat des Bundesverfassungsgerichts ausdrücklich, dass es sich beim Einsatz von Vertrauenspersonen um schwerwiegende Grundrechtseingriffe handelt. Das kann man auf Seite 290 im 141. Bande nachlesen. Sehr schwerwiegende Grundrechtseingriffe heißt es dort. Und wir wissen, dass die Wesentlichkeit, nach der sich die Notwendigkeit einer gesetzlichen Regelung beantwortet, insbesondere gesteuert wird durch die Intensität des Grundrechtseingriffs. Je wesentlicher also der Grundrechtseingriff, umso eher brauchen wir den Parlamentsvorbehalt als Ausdruck des Respekts vor dem demokratisch legitimierten Gesetzgeber. Und deshalb hat in Reaktion auf das Verfassungsgerichtsurteil des Jahres 2016 der Gesetzgeber eine entsprechende spezialgesetzliche Grundlage im BKA-Gesetz geschaffen für den VP-Einsatz. Und deshalb kann es mir nicht einleuchten, dass wir im repressivpolizeilichen Bereich nur noch behaupten könnten, hier gehe es nicht um wesentliche Grundrechtseingriffe, die ein solches Tätigwerden des Gesetzgebers nicht verlangen würden. Zumal, und das ist jetzt das Neue, was Straßburg in die Problematik reinbringt, sich eben die Straßburger Rechtsprechung nicht nur an die deutschen Fachgerichte und das Bundesverfassungsgericht im sogenannten Mehrebenensystem adressiert, sondern selbstverständlich die Verpflichtung aus den Straßburger Entscheidungen auch den Gesetzgeber betrifft. Denn wir haben uns ja völkerrechtlich verpflichtet, kann man in Artikel 1 Absatz 2 und Artikel 59 Absatz 2 des Grundgesetzes nachlesen, unsere Rechtsordnung so aufzustellen, dass wir jederzeit in der Lage sind, den Anforderungen des Artikel 6, also den Anforderungen an das faire Verfahren, zu genügen. Und das ist mittlerweile in Akbay zum zweiten Mal nach Furcht ausgesprochen derzeit nicht der Fall. Das führt mich zur Beantwortung der Frage 2 von Herrn Mowassat. Wie verhält sich das denn mit der Rechtsprechung des EGMR? Sprich, was sind die denkbaren Antworten der deutschen Rechtsordnung auf die Straßburger Anforderungen? Und das sind drei Möglichkeiten, die man antworten kann. Erste Möglichkeit, Strafzumessungslösung. Da sagt Straßburg, geht nicht mehr, ist spätestens seit Furcht, für die, die sich vorher mit der Rechtsprechung beschäftigt haben, letztlich schon seit Teixeira de Castro, das ist über 20 Jahre her, kein gangbarer Weg, um den Mindestanforderungen der Konvention zu genügen. Zweite Möglichkeit, Beweisverwertungsverbot, dann wahrscheinlich eines mit Fernwirkung, also eines, das auch die weiteren darauf beruhenden erhobenen Beweise affliziert. Das kann man machen aus Straßburger Sicht. Es gibt einige, die das Akbay-Urteil auch so verstehen, dass Straßburg hier nur ein Verwertungsverbot verlangt habe, dann wohl aber auch eins mit Fernwirkung, ist eine denkbare Lösung aus völkerrechtlicher Sicht, weil Sie wissen, der EGMR sagt eben nicht jedem der Konventionsstaaten, was er zu tun und zu lassen hat, sondern er sagt nur, was zu unterlassen ist, um menschenrechtswidrige Zustände nicht eintreten zu lassen. Und die dritte Möglichkeit, das ist die Option, die ich für sinnvoll halte, ein regelmäßig anzunehmendes Verfahrenshindernis. Das ist jetzt auch keine Rocket Science, die wir hier aus Sicht der Wissenschaft verlangen, sondern die Praktiker haben es ja vorgemacht. Der BGH, 2. Strafsenat, 60. Band, sagt ja gerade in dem im 60. Bande entschiedenen Bonner Fall, Verfahrenshindernis ist die regelmäßige Verpflichtung der deutschen Rechtsprechung, um auf eine rechtsstaatswidrige Tatprovokation zu reagieren. Und das Beharrungsvermögen, das daraufhin der erste Strafsenat und eine Kammer des Bundesverfassungsgerichts, allerdings 2015 noch mit alter Zusammensetzung der entscheidenden Kammer gezeigt haben, hat sich mir nicht erschlossen. Und das hat eben Straßburg, wie ich finde, ganz zu Recht aufgebracht. Also in einem Wort, es besteht eine verfassungsrechtliche Verpflichtung im Lichte menschenrechtlicher, völkerrechtlicher Obligation, die Deutschland eingegangen ist, eine solche gesetzliche Regelung zu schaffen. Ob das dann eine Regelung ist, die tatsächlich
ein Fortschritt für die Praxis darstellt. Ich war selbst, wie einige der hier anwesenden Kollegen in Frankfurt, Ermittler in OK-Sachen in meiner Staatsanwaltszeit. Ich weiß also ungefähr, wovon ich rede, wenn das auch schon ein bisschen länger her ist. Das hängt natürlich davon ab, welche Regelung dann ergriffen wird. Dafür liegen Vorschläge auf dem Tisch. Das muss man sich zu Beginn der nächsten Legislaturperiode genauer ansehen. Aber man kann die Augen nicht vor der Straßburger Rechtsprechung verschließen. Das wäre rechtsblind. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Jahn. Als nächstes Herr Holzwacht mit den Antworten auf die Fragen von Herrn Mayer und Herrn Müller. Also zunächst zu der Frage von Herrn Mayer. Änderung der Position des Angeklagten. Nun ja, wenn man die vergleicht mit einer gesetzlichen Regelung und mit dem jetzigen Zustand, käme es natürlich darauf an, wie diese Regelung denn nun aussähe, an deren Anfang wir ja gerade allenfalls erst stehen. Darunter leidet es jetzt eine gute Antwort hier gleich zu geben. Aber mal unterstellt, man würde eine gesetzliche Regelung orientieren an der augenblicklichen Praxis, an der Richtlinien für das Straf- und Bußgeldverfahren, der Anlage D und an der Übung, wie sie bisher stattfinden. Da würde ich sagen, es wird keine wesentliche Änderung der Position des Angeklagten in der Hauptverhandlung oder des Beschuldigten im Ermittlungsverfahren geben. Denn stets wäre erforderlich, auch wenn der Eingriff geregelt sein sollte, stets wäre erforderlich, die nicht mögliche Konfrontation des Angeklagten mit dem Belastungszeugen VP durch eine vorsichtige Beweiswürdigung auszugleichen. Sei es, dass der VP-Einsatz auf einer gesetzlichen Grundlage beruht, sei es, dass er auf der Allgemeinklausel, wie wir es bisher noch haben, beruht. Das Gericht und auch die Staatsanwaltschaft sind immer der materiellen Wahrheit verpflichtet. Ein einziger möglicher Unterschied könnte sein, einen richterlichen Beschluss müsste man in der Hauptverhandlung schon prüfen. Ein solcher ist aber erforderlich, ja nur, wenn das Grundgesetz einen Richtervorbehalt ausdrücklich vorgesehen hat. Das sehe ich basierend auf meinen vorherigen Ausführungen für den VP-Einsatz nicht, sodass also eine solche Möglichkeit des Angeklagten auch im Rahmen der Hauptverhandlung nicht bestehen würde. Zu der zweiten Frage vom Herrn Müller, der Unterschied zwischen VE und VP im Ermittlungsverfahren oder auch in der Hauptverhandlung. Der Staatsanwaltschaft, wahrscheinlich auch den Gerichten, ist natürlich der Einsatz eines verdeckten Ermittlers, eines Polizeibeamten immer lieber. Und auch die Staatsanwaltschaft arbeitet lieber mit einem verdeckten Ermittler zusammen, weil durch ihn per audiovisuell abgetarnter Vernehmung in der Hauptverhandlung ein voller Beweis erbracht werden kann. Er hat natürlich auch einen anderen Hintergrund als eine Vertrauensperson. Er ist speziell für diese Tätigkeit ausgebildet. Er kann auf eine Legende zurückgreifen, also eine komplette zweite Personalie, was alles dem der Vertrauensperson so nicht möglich ist. Eine Vertrauensperson wird daher immer nur taktisch am Anfang und nur ganz begleitend eingesetzt werden. Es sind mir aus meiner OK-Tätigkeit in Baden-Württemberg keine Fälle bekannt, und man muss es unter allen Umständen zu vermeiden suchen, in denen sozusagen man das Verfahren der Vertrauensperson überlässt. Das ist ganz klar, das darf nicht sein. Das kann man bei einem verdeckten Ermittler machen, das ist ein Polizeibeamter, der in der Tat einen Vorschuss an Vertrauen und rechtmäßigem Handeln für sich in Anspruch nehmen kann. Das kann eine Vertrauensperson nicht unbedingt. Sie muss deswegen immer begleitet werden, man muss deswegen immer versuchen, andere technische Überwachungsmöglichkeiten einzubauen, um den Sachverhalt aufzuklären, aber auch um die VP zu kontrollieren. Das ist ja noch ein zweiter Zweck, der man durchaus kritisch gegenüberstehen muss. Ein letztes will ich noch sagen, der verdeckte Ermittler, dessen Vernehmung, dessen Angaben darf man, es sei denn, es stehen andere Ermittlungserkenntnisse gravierend dagegen, zunächst mal so für sich stehen lassen. Bei der VP wird immer ein kritischer Abgleich vorgenommen. Man muss es immer auch als Staatsanwalt sehen zur Person der VP, die einem bekannt ist, deren Umstände einem bekannt sind. Und man muss es immer abgleichen, was ist denn vorgelegt worden dem Polizeibeamten und was wird vollständig wahrheitsgemäß, aber aus Gründen
keine Rückschlüsse zu erlauben, etwas abgekürzt, was wird vorgelegt. Also man ist immer bestrebt und es kann nicht anders gehen, als dass dieser Vermerk, der dann dem Gericht vorgelegt wird, dass der vollständig der Wahrheit entspricht und lediglich die Dinge vielleicht außen vor bleiben, die eine Rückschlüsse auf die Identität der VP zulassen würden. So viel vielleicht in aller Kürze zu dem unterschiedlichen Einsatz zwischen verdeckter Ermittler, Polizeibeamter und Vertrauensperson. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Holzbach. Als nächstes Herr Heger mit der Antwort auf die Frage von Frau Ravert. Ja, vielen Dank. Ich möchte aus Anlass der Wortmeldung von Herrn Jahn ganz kurz richtigstellen. In der Tat ist dieser erste Absatz, der ja auch in Nirvana endet, mit das, Punkt, 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 meinen Korrekturen am Wochenende geschuldet. Ich habe ja, glaube ich, als erster ein davor noch nicht verfasstes Statement abgegeben, trotz Ladung erst am Freitag. Das war relativ zügig und das möchte ich entschuldigen. Insoweit, eigentlich wollte ich eher sagen, das möchte ich hier klarstellen, dass es mich wundert, wenn es so viele Fahrbahneinsätze gibt und es das BKA-Urteil so eindeutig sein soll, dass seither nichts aus Karlsruhe dazu gekommen ist. Denn eigentlich hat ja Karlsruhe, wenn man so will, seine Meinung vielleicht geändert. Deshalb bin ich eben nicht so sicher, wie eindeutig dieses Statement im BKA-Urteil ist. Aber das tut mir leid, ich habe das offensichtlich, vielleicht habe ich es auch vorzeitig als PDF abgespeichert. Das kann sein und abgeschickt. Tut mir leid. Zu Frau Ravert. In der Tat ist das meine Hauptbefürchtung, dass die Mittel, die wir jetzt haben, wie zum Beispiel die Vermögensabschöpfung, die Geldwäsche und so weiter, die sich als effektiv erweist. Bei der Geldwäsche kann ich es im Ergebnis noch nicht sagen, aber die bisherige Norm hat sich nicht als super effektiv erwiesen. Es besteht hier Hoffnung. Bei der Vermögensabschöpfung würde ich sagen, ja, es ist besser geworden, seit sie sich verändert hat. Und ich hoffe auch sehr, dass der 129 in seiner neuen Fassung effektiver ist, vor allem im Bereich mafiöser Kriminalität als bislang. Da waren wir einfach 30 Jahre hinterher, muss man ganz ehrlich sagen, und blind gegenüber den europäischen Entwicklungen, die ja nicht nur in Straßburg gemacht werden, sondern auch durch grenzüberschreitende organisierte Kriminalität, muss man ganz klar sagen. Und deshalb, ich war selber, muss sagen, positiv überrascht über das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, was ich ja auch zitiert habe, was aber natürlich die Antragsteller nicht kennen konnten, weil das Verfahren zu dem Zeitpunkt lief, zu § 73 fortfolgenden der rückwirkenden Möglichkeit. Das Bundesverfassungsgericht hat das, glaube ich, sehr klar eingeschätzt und gesagt, es gibt hier gute, zwingende Gründe, auch zu diesem massiven Instrument echter Rückwirkung zu greifen, und zwar sehr lang, muss man sagen. Es geht ja um 30 Jahre, es geht nicht nur um Peanuts der Rückwirkung, die hier in der Vermögensabschöpfung in Rede stehen, und hat auch sonst sehr deutliche Worte diesem Institut gesagt, sodass alle, die das wollen, dass dieses Instrument effektiv durchgesetzt wird, sich meines Erachtens bestätigt fühlen müssen. Meine Befürchtung ist, wenn wir jetzt hier sagen, und darum geht es ja, dass jetzt der Gesetzgeber tätig werden muss, dass wir dann vielleicht Stückwerk hinkriegen und damit den Ermittlern Steine statt Brot geben und davon erstmal nicht loskommen. Wir also sozusagen einen, zwischendurch eine unglückliche Situation schaffen. Und deshalb und vor dem Hintergrund dieses neuen Urteils des Bundesverfassungsgerichts habe ich auch durchaus Zweifel, dass die Rechtsprechung tatsächlich sagen wird, wir müssen jetzt unbedingt jetzt sofort eine Grundlage schaffen. Das heißt nicht, also eine Ermächtigungsgrundlage. Und es wäre verfassungswidrig, das nicht zu tun. Das ist ja die Behauptung. Das heißt natürlich nicht, dass man nicht in der Tat in Fällen echter Tatprovokation, rechtsstaatswidriger, was die Voraussetzungen sind, darum muss man streiten. Das sagen ja auch etwa mir bekannte bisherige Veröffentlichungen dazu, die noch nicht geguckt worden sind zu dem Urteil Akbay, dass der Weg dahin gehen wird, festzustellen, wann ist eine rechtsstaatswidrige Provokation gegeben. Das alles muss fein ziseliert werden. Nicht, dass man am Ende das Kind mit dem Bart ausschüttet und dann das Ergebnis hat, dass die eigentlich gut gemeinten und gut gemachten materiell strafrechtlichen Regelungen in die Leere gehen, weil man kurzfristig sie einfach unterbrochen hat mit einer unglücklichen, vielleicht gar nicht bedachten Gesetzgebung. Deswegen sage ich ja, wir müssen auch vor dem Hintergrund dieser neuen Maßnahmen, und die ich glaube erfolgreich sind, überlegen, wie man, wenn man was regelt, das sinnvoll macht. Und dafür braucht es einfach eine zielreichende Vorlaufzeit in dieser Legislaturperiode. Und damit leider, muss ich sagen, zu den Antragstellern auf ihre Anträge nicht mehr gegeben werden kann. Sie sind ja natürlich unbenommen, neue Anträge in der nächsten Legislaturperiode zu stellen, gleichlautende vielleicht, dann könnte man das tatsächlich nochmals auch vor dem Hintergrund der aktuellen Gesetzgebung zum Beispiel zur Geldwäsche überprüfen und dann im Laufe der nächsten Legislaturperiode mit Vorlauf eine tatsächlich gute Lösung
finden. Und dann sollte man eben auch diskutieren, wie man manche Dinge macht. Und ich möchte noch eins sagen, wir müssen nicht wortwörtlich das machen, was der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte sagt. Wir müssen nur seinem Ergebnis entsprechen. Und wenn wir zum Beispiel eine andere Lösung haben, ich habe gesagt, wie ein Strafabsehensgrund, der dem deutschen Recht so ja nun in anderen Orten auch bekannt ist, kommt zum gleichen Ergebnis. Warum nicht? Das sollte offen diskutiert werden und dann sollte eine Lösung sein, mit der wir danach auch dauerhaft leben können. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Heger. Und was die neuen Anträge angeht, Sie können Ihre Stellungnahme natürlich noch mal aktualisiert einreichen. Und ich sage dann gleich fürs Protokoll, dann lassen wir die alte da stehen. Denn sonst kann man die Mitschrift und den Dialog, den wir hier geführt haben, nachher nicht nachvollziehen. Aber die neue können wir dann auch online stellen. Als nächstes hat das Wort Herr Gremmelmeier mit der Antwort auf die Frage von Herrn Müller. Ja, die rechtlichen Grundlagen VE und VP war gefragt worden. Der verdeckte Ermittler ist in der Strafprozessordnung geregelt worden im Zusammenhang mit dem Gesetz gegen die Bekämpfung der organisierten Kriminalität. Da hat man den Paragraphen 110a fortfolgende Rechtsgrundlage geschaffen, um dieses Instrument zu regeln. Der VE ist ein Polizeibeamter, der mit einer Legende auftritt. Das heißt, er kann am Rechtsverkehr teilnehmen mit seiner Scheinidentität. Die VP ist kein Polizeibeamter. Die VP ist in der Regel eine Person, die aus dem kriminellen Milieu kommt. Sie wird, auch ich war lange OK-Staatsanwalt, in der Regel eingesetzt, um als Türöffner für einen verdeckten Ermittler zum Beispiel zu fungieren. Wir haben es mit abgeschlossenen Tätergruppierungen, sei es nach Ethnien, sei es Rocker, sei es Rechts- oder Linksextremisten zu tun. Und da ist es für einen Polizeibeamten natürlich sehr schwer, Zugang zu finden. Deshalb wird eine VP eingesetzt als Türöffner, um hier die Möglichkeit zu bekommen, in diese Kreise eben einzuführen. Eine VP sollte immer, und das war auch immer mein Credo, begleitet sein mit anderen objektiven Beweismitteln, sei es TKÜ, sei es Überwachung des nicht öffentlich gesprochenen Wortes, wenn man sich irgendwo in Kneipen oder in Fahrzeugen trifft, um da eben Zugriff zu bekommen. Es ist dann noch einzuführen in den Bereich der nicht offen ermittelnde Beamte. Der unterscheidet, ist ein Polizeibeamter, der sich vom verdeckten Ermittler dadurch unterscheidet, dass er nicht über eine Legende verfügt. Der nicht offen ermittelnde Beamte wird eingeführt, wenn nur ganz wenig intensive Kontakte zur Zielperson entstehen, zum Beispiel bei einer Abwicklung eines Scheinkaufs mit Ausgift. Soweit angesprochen worden ist, dass im präventiven Bereich Polizeigesetze, Verfassungsschutz eine gesetzliche Regelung existiert, nicht aber im repressiven Bereich, so möchte ich da anführen, dass im präventiven Bereich eine Kontrolle der Polizei oder des Verfassungsschutzes durch einen unabhängigen Volljuristen nicht stattfindet. Als Staatsanwalt, der dann auch in der Hauptverhandlung für das Verfahren gerade stehen muss, habe ich natürlich ein enormes Interesse daran, dass ich hier mit einer zuverlässigen VP arbeite und kein Schiffbruch erleide. Ja? Deshalb ist für mich, wenn ich die Vertraulichkeitszusagen erteilt habe und gelegentlich auch heute noch erteile, immer wichtig die Frage, haben wir mit dieser VP schon zusammengearbeitet und wie waren die Erfahrungen mit dem Einsatz dieser VP? Auf eine unzuverlässige VP möchte ich mich als Staatsanwalt nicht einlassen, da muss die Zusammenarbeit sofort beendet werden. Ein Punkt noch am Rande. Es gelingt gelegentlich auch in diese Ethnien oder in diese abgeschlossenen Kreise einzudringen, indem man einen ausländischen verdeckten Ermittler einsetzt. Auch das ist in Einzelfällen möglich. Da helfen sich die einzelnen Länder untereinander. Ermittlungsmäßig muss dieser ausländische VE allerdings als Vertrauensperson geführt werden. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs die beamtenrechtliche Aneinbindung dieses ausländischen Beamten fehlt und deshalb ein ausländischer VE als VP eingesetzt werden muss. Soviel zu den Grundlagen. Ich hoffe, ich habe Ihre Frage damit beantwortet.
Vielen Dank, Herr Gremmelmeier. Als nächstes Herr Garcias mit der Antwort auf die Frage von Herrn Strasser. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Zunächst zu der ersten Frage von Ihnen, Herr Strasser, zu der VP01 und der Frage, was, also wogegen dort verstoßen wurde. Vielleicht ein Hinweis vorweg. Ich habe eben zwar gesagt, dass ich von meiner anwaltlichen Schweigepflicht insoweit entbunden wurde, als ich die Aussagen eben getätigt habe und auch die in der schriftlichen Stellungnahme. Ich habe also auch bewusst mir natürlich keinen vollständigen Persilschein geholt von meinem Mandanten. Das würde der Sache auch nicht gut tun. Es gibt hier einerseits Gefährdungsaspekte bei meinem Mandanten, die es gebieten, weiter Dinge nicht in der Öffentlichkeit vorzutragen und auf der anderen Seite auch Staatswohlinteressen, was die originäre VP-Tätigkeit anbelangt. Einige Dinge, aber dazu, um Sie nicht ganz zu enttäuschen, bei dem Punkt kann ich, glaube ich, aufgreifen, weil sie auch öffentlich bekannt sind, jedenfalls durch die Buchveröffentlichung. Die VP01 war faktisch, wenn man so will, nicht als VP, sondern als VE tätig. Ja, wenn man das einmal betrachtet, was die VP01 gemacht hat, wie sie eingesetzt wurde, wie sie auch im Innenverhältnis mit der Polizei agiert hat, dann war sie einer, das sagt sie auch selbst, ich war einer von denen. Ja. Und das ist möglicherweise könnte man ja sagen, dann entsprechend dem Naturell der VP geschuldet. Aber man hat das zugelassen. Ja? Und man hat das nicht nur zugelassen, sondern man hat das eben auch gefördert, einschließlich Dingen wie etwa Tatprovokation. Ja? Auch da, das ist bekannt, hat die VP01 etwa Kokain gekauft, um sich die Gunst eines Zuhälters zu erwerben. Das ist eine klare Straftat, die so unzulässig. Wenn wir in die Richtlinien reinschauen, ist es verboten. Ja, in ein Gesetz, glaube ich, würden wir sowas auch reinschreiben. Der BGH zuletzt, jetzt in einer Entscheidung vom, ich glaube, 22. Dezember war es der erste Strafsenat, nochmal ganz klar festgehalten in einem Urteil, dass die Begehung eigener Straftaten durch eine Vertrauensperson absolut unzulässig ist. Randziffer 24, wenn ich mich nicht irre. Bei der VP01 war es so, die ist zu Beginn ihrer Tätigkeit überhaupt nicht verpflichtet worden nach dem Verpflichtungsgesetz. Meines Wissens war in der entsprechenden Dienstvorschrift des Landes Nordrhein-Westfalen, dort beim Innenministerium, eine entsprechende Vorgabe gar nicht enthalten. Das macht zum Schutz der Staatsschutzinteressen natürlich Sinn, dass sowas geregelt ist. Entlohnung ist ein weiterer ganz, ganz wichtiger Punkt. Die VP01 hat letztlich, ich habe es eben ja gesagt, sie hat ja wie eine VE gearbeitet, allerdings ohne die Vorzüge des Berufsbeamtentums, wohlgemerkt. Ja, aber sie hat von dem, was sie dort bekommen hat, gelebt. Und sie hat gut gelebt. Ja, und sie konnte eine Familie davon ernähren. Das ist etwas, das, ich glaube, da besteht auch Konsens drin. Das findet sich auch in der entsprechenden Regelung in den Nachrichtendienstgesetzen, 9a Bundesverfassungsschutzgesetz, das natürlich nicht die alleinige Lebensgrundlage einer V-Person von dieser Entlohnung abhängig ist. Ich glaube, da besteht auch einfach neben mit den staatsanwaltschaftlichen und richterlichen Vertreterinnen und Vertretern. Denn natürlich wirkt sich das auf die Glaubwürdigkeit und Glaubhaftigkeit aus. Es gibt sogar Situationen, der Kollege, Sachverständige Kollege Kohn hat das in seiner Stellungnahme ganz wunderbar aufgeführt, wo erfolgsabhängig die Honorierung der Vertrauensperson erfolgt. Das ist natürlich katastrophal. Das ist ja kein Verkäufer, dem ich eine Provision zahle, je nachdem, wie viele Kilogramm Koks er mir jetzt auf den Tisch bringt oder überführt. Ja, sowas darf es natürlich nicht geben. Das waren Dinge. Die Begehung eigener Straftaten ist ein ganz großes Thema gewesen bei der VP01. Dort, das hat sie selbst ja kundgetan und berichtet, wenn es da eigene Straftaten gab, haben sich die VP-Führer darum gekümmert. Ja, und dann hat er nichts mehr davon gehört. Und ich meine, die Dauer von 20 Jahren, wenn man sich das einmal anschaut, ich glaube, wenn wir einen Schutzmechanismus hätten, nehmen wir mal den Richtervorbehalt und jetzt wäre alle, nehmen wir mal 6 Monate als Frist, alle 6 Monate ein neuer Antrag über den Tisch eines Ermittlungsrichters gelaufen, dann glaube ich, wäre es schon irgendwann aufgefallen, vorher auch bei der Staatsanwaltschaft, die den entsprechenden Antrag stellen würde, dass ich die ein und dieselbe Person einsetze, zum einen für BTM, dann setze ich sie ein auf eine Kapitaldelikt, dann setze ich sie im islamistischen Terrorismus ein. Ich glaube, spätestens da würde jemand stutzen und würde sagen, Moment, geht das überhaupt? Und würde dort einmal nachhorchen. All das ist nicht geschehen. So viel vielleicht
Sicherlich nicht ganz befriedigend in Ihrem Sinne, aber so viel konnte ich zumindest dazu sagen. Zu Ihrer zweiten Frage, ob die Materie ohne ein Gesetz besser geregelt werden kann. Ich glaube, die Frage kann ich ganz klar und eindeutig mit einem Nein beantworten. Und zwar auch unabhängig von der Frage, sachverständiger Kollege Professor Heger und ich sind ja unterschiedlicher Ansicht bei der Frage der der verfassungsrechtlichen Erforderlichkeit. Aber selbst wenn wir diese Frage einmal ausklammern, haben wir ja Regelungsmaterien wie etwa die der Tatprovokation und der Rechtsfolgen einer Tatprovokation. Das sind Dinge, die sollten zwingend ins Gesetz kommen. Wir haben es insgesamt, und da besteht ja also mit Grundrechtseingriffen zu tun, die eben in ein Gesetz geschrieben werden sollen. Entlohnung hatte ich eben als Beispiel, dass man da eine klare Regelung schafft und sagt, dass eben nicht die Lebensgrundlage davon bestritten werden darf. Und vielleicht auch tatsächlich Ausführungen zur Frage der Höchstdauer, wie lange eine V-Person eingesetzt werden darf. Eine letzte Anmerkung in dem Kontext noch, auch zu dieser Frage, ob man das in einem Gesetz besser regeln kann. Die Richtlinien, die es da gibt, die auch sehr detaillierte Regelungen enthalten, die Anlage, die dort zur RIST-BV, die ist ja von dem Bund niemals in Kraft gesetzt worden. Es gibt verschiedene Länder, die haben alle ihre eigenen Regelungen. Ich habe jetzt die Arbeit mir nicht gemacht, alle mal nebeneinander zu legen und mal zu prüfen, ob wirklich identische Regelungen in allen Ländern herrschen. Das wäre aber in meinen Augen absolut zwingend, denn wir reden ja über ein und dieselbe Strafprozessordnung, die dort angewandt werden soll. Da würden unterschiedliche Regelungen in unterschiedlichen Ländern ohnehin keinen Sinn machen. Und in der Praxis müssen Sie auch eins bedenken. Wir, die professionellen Verfahrensbeteiligten, Richter, auch ein Staatsanwalt formal im Gerichtsverfahren und die Verteidiger, wir sehen die VP ja nicht. Ja, und wir sind darauf angewiesen, uns auf das zu verlassen, was eine VP-Führung einem sagt. Das ist eine Situation, ich glaube, Frau Stöckner, Sie hatten es auch in Ihren Stellungnahmen, auch im Gutachten ganz deutlich gemacht. Die macht auch einen Richter und eine Richterin nicht glücklich, zu Recht, damit arbeiten zu müssen. Und wenn wir auf der anderen Seite, wenn Sie wollen, den Rechtsrahmen nicht gesetzlich geregelt haben, ist man noch mehr im Nebulösen. Ich glaube, dass eine gesetzliche Regelung, die, wenn Sie wollen, die Rahmenbedingungen des Einsatzes von V-Personen regeln würde, im Umkehrschluss ja auch bedeuten würde, dass man sich, wenn es keine Anhaltspunkte dafür gibt, ja zunächst einmal darauf verlassen darf, dass diese Regeln auch eingehalten wurden. Ja, also es schadet nicht nur der Strafverfolgung. So viel vielleicht für den Moment. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Gaseas. Als nächstes Herr Fiedler mit der Antwort auf die zweite Frage von Frau Rabert. Ja, vielen herzlichen Dank. Frau Rabert hatte gefragt, ob wir jetzt vereinfacht gesprochen derzeit ungeregelt unterwegs sind. Das hat, glaube ich, schon, die Frage ist, glaube ich, schon beantwortet durch den bisherigen Verlauf der Anhörung. Das ist natürlich nicht der Fall. Es ist ja vielfach auch schon darauf hingewiesen worden, dass wir allerdings im Wesentlichen von der Generalklausel abgesehen untergesetzlich bisher geregelt sind. Und eben auch da hat Herr Garcias gerade Bezug drauf genommen, vieles davon auf Landesebene. Insoweit erlauben Sie mir, dass ich sozusagen einen Bezug zu einer Bemerkung von Abgeordneten Strasser an der Stelle mache, der vorhin auf meine Eingangsbemerkung rekurrierte, als ich sagte, es ginge vorwiegend ja heute um das Ob und nicht um das Wie. Ich wollte diesbezüglich nicht die Spiegelstriche im Antrag der FDP in Abrede stellen, wollte nur deutlich machen, dass Sie ja erhebliche Fragen aufwerfen. Wir diskutieren ja nicht einen Gesetzesentwurf, das war meine Bemerkung, über die ich sprach, sondern im Prinzip der Antrag wirft ja viele Detailfragen auf, und ich greife die dominanteste, die heute noch nicht zur Sprache gekommen ist, einmal heraus. Die FDP fordert die Bundesregierung ja auf, auch zur Gefahrenabwehr Vorschriften zu erlassen. Also das heißt, unmittelbar in die Länderkompetenzen einzugreifen, und fordert sozusagen in ihrer Ziffer 3 dann auch noch diesbezüglich die Innenministerkonferenz und Justizministerkonferenz auf, da tätig zu werden. Das liefert einen direkten Bezug zu einer Diskussion, bei der ich sagen würde, dass ich am Anfang der Debatte mich eingemischt habe, nämlich 9 Tage nach dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz. Darauf habe ich hingewiesen, dass wir dringend
über den viele Jahrzehnte alten Musterentwurf für ein einheitliches Polizeigesetz der Länder wieder zu diskutieren hätten, aus diesen und anderen, vielen anderen Gründen. Die Innenministerkonferenz hat damit vor fast 3 Jahren, im Sommer jährt es sich 3 Jahre, eine Arbeitsgruppe beauftragt, Mitte 2017, dass sie eingesetzt worden, 4 fast. Und wir alle wissen, dass wir noch kein Ergebnis haben. Also der Föderalismus ist hier nicht, sofern man sich das vielleicht wünschen würde, durch die Bundesregierung zu regeln, sondern das sind handfeste, faktische, politische Diskussionen, von denen ich zahllose mit unterschiedlichen Innenministern in den letzten Jahren geführt habe und Innenpolitikerinnen und Innenpolitikern. Und ich fasse mir offen gestanden, um das mal auf den Punkt zu bringen, diesbezüglich an die Stirn, weil ich sozusagen, was diese grundsätzlichen Fragen angeht, hier nicht erkenne, dass zumindest bezogen auf die rechtlichen Anforderungen, auf die verfassungsrechtlichen Anforderungen, aber auch auf die Bedürfnisse der Sicherheitsbehörden, hier unterschiedliche Standards in unterschiedlichen Ländern an den Tag gelegt werden sollten, will sich mir einfach nicht erschließen. Es will sich mir auch aus der Bürgerrechtsperspektive nicht erschließen. Insoweit haben Sie hier einen ganz grundsätzlichen Punkt, der sich nicht beschränken lässt auf Diskussionen von VE oder VP oder Ähnlichem. Lassen Sie mich noch einen weiteren Punkt anfügen, der sozusagen eine Brücke macht, den ich für überaus bedeutsam erachte, weil es die Rechtspraxis betrifft. Ein wesentlicher Teil der Rechtspraxis scheint mir doch durch in Teilen, und das bezieht in Teilen sogar manche Teile der Justiz mit ein Qualifikationsthema zu sein, das vielleicht nicht heute oder nur in Teilen in den Rechtsausschuss gehört, aber bezogen auf die Anforderungen, die hier nur angeklungen sind in der Zukunft, macht es herzlich wenig Sinn, nur über Rechtsetzung zu diskutieren, wenn ich dann in der Strafrechtspraxis erlebe und ich bin noch mit einer halben Stelle in der dienstlichen Fortbildung unterwegs, dass wir erhebliche Defizite bezogen auf die Zukunft haben, das Recht auch tatsächlich in der Praxis anwenden zu können. Und wir diskutieren jetzt hier über Teile von verdeckten Ermittlungsmaßnahmen, die sozusagen das Hochrecht der Kriminalistik voraussetzen. Wir haben von den beiden ehemaligen leitenden Staatsanwälten in der Runde hier schon einige Ideen davon gehört, was das in der Rechtspraxis bedeutet. Nichts davon ist trivial, auch auf der jetzigen Grundlage. Jeder dieser Fälle löst für uns natürlich erhebliche Vorüberlegungen aus, weil keiner von uns natürlich am Ende in der Hauptverhandlung sein Verfahren platzen lassen will, sondern wir sind natürlich davon motiviert, dass wir auf der einen Seite versuchen wollen, Opfer zu vermeiden, Kriminalitätsprävention im Blick zu haben, aber natürlich dann auch die Täter am Ende verurteilt sehen wollen. Und deswegen haben wir schon ein erhebliches Eigeninteresse daran, rechtssicher unterwegs zu sein. Und eine Randbemerkung zu meinem Vorredner möchte ich schon noch, damit hier diese Verwirrung nicht offen bleibt. Ich vermute, dass Herr Garcias auch das so gemeint hat, dass die VP 01 sich als VE betrachtet hat. Aber das will ich doch noch mal deutlich herausstellen. Eine VE ist ein Polizeibeamter mit Strafverfolgungszwang, nicht nur etwas Ausgebildeter, sondern gehört sicherlich zu den am meisten qualifizierten Polizeibeamten in diesem Teilbereich. Und wenn er sich auch subjektiv so empfunden haben mag, so war er das ohne Frage natürlich nicht im Ansatz. Und all die übrigen Detailfragen stellt das jetzt nicht in Abrede. Ich bin nicht, außer dass ich auch das Spiegelbuch gelesen habe, nicht in weiteren Details involviert, aber wollte das nur noch mal gesondert heraustrennen und wollte versuchen, diesbezüglich da ein bisschen zu sensibilisieren über die dogmatischen Debatten hinaus, die wir hier gerade gemacht haben. Das heißt, mein Petitum würde auch in die Richtung gehen, wenn wir über gesetzliche Grundlagen diskutieren, dann vielleicht am ehesten auf der Ebene eines Gesetzesentwurfs. Und eine allerletzte Bemerkung, denn wenn ich nur die Ziffer C in Ihren Vorschlägen lese, dann würde sie für einen unbedarften Leser den Eindruck erwecken, Sie wollen szenotypische Straftaten gerade geregelt haben. Das wäre sozusagen eine sehr neue zusätzliche Debatte, aber nach dem Wortlaut Ihres Textes muss man das im Prinzip so lesen. Das ist derzeit nach meiner Lesart anders. Und insoweit können Sie schon an diesen Einzelbeispielen erkennen, dass wir im Moment uns an der Oberfläche bewegen können und über ganz grundsätzliche Fragen heute diskutieren können. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Fiedler. Und als Letztes hat das Wort Herr Kohn mit den Antworten auf die Fragen von Herrn Mayer und Frau Bayram. Ja, vielen Dank. Ich fange mit der Frage von Herrn Mayer an. Die Frage Stärkung oder Schwächung
der angeklagten Position. Da geht es mir wie meinem Vorredner. Das hängt natürlich von der Regelung ab, wie die ausgestaltet ist. Allerdings muss man, oder denke ich, dass wenn die Vertrauensperson in der Strafprozessordnung sozusagen als eigenes Ermittlungsmittel normativ geadelt würde, dadurch, dass sie da gleichrangig oder zumindest auf einer Ebene mit Telefonüberwachung und Ähnlichem auftauchen würde, dass es die VP als Beweismittel vermutlich eher stärken würde, weil sie eine gesetzliche Anerkennung findet, die ihr im Moment fehlt. Damit einhergehen würde dann vermutlich eine Schwächung der Position des Angeklagten. Wenn gesagt wird, dass man sich vorstellen kann, dass man einfach nur eine gesetzliche Regelung macht, die augenblickliche Praxis regelt, habe ich damit meine Schwierigkeiten. Ich komme da noch gleich drauf bei der Beantwortung der Fragen von Frau Bayram. Und ich folge dem hier auch mit großem Interesse, weil es regional unterschiedlich ist, anscheinend, wie mit Vertrauenspersonen umgegangen wird. Die RIST-BV, finde ich, können keine großartige Leitschnur sein, denn sie sind vom Bund gar nicht in Kraft gesetzt worden. Sie sind höchstens von den Innenministern der Länder für ihre Länder adaptiert worden. Und das birgt natürlich auch ein verfassungsrechtliches Problem auf einer anderen Ebene. Strafprozessrecht ist ausschließlich Bundeskompetenz. Dass im Prinzip die Länder jetzt sagen, wir adaptieren die RIST-BV an der Stelle mehr oder weniger, die ja auch kein Gesetz sind, sondern Verwaltungsvorschriften, kann das nicht kompensieren. Und mein, warum ich am Ende, obwohl damit vielleicht eine Schwächung des Angeklagten einhergeht und eine Stärkung der VP, warum ich für eine Regelung dennoch votieren würde, es eine Regelung geben muss, ist, dass die augenblickliche Praxis, dass wir die eigentlich tatsächlich gar nicht kennen, sondern normative, glaube ich, Idealvorstellungen haben, wie sie laufen sollte, die das aber nicht ist. Und damit komme ich zu der Frage von Frau Bayram. Wie sieht die Praxis, habe ich Beispiele aus der Praxis? Dazu kann ich sagen, Professor Jahn hat ja in wesentlichen Teilen auch auf den Fall Akbay Bezug genommen. Ich war der Verteidiger von Herrn Akbay, und zwar von der vom landgerichtlichen Instanz bis hin zum EGMR. Und wie groß die Diskrepanz ist zwischen dem, was der EGMR sieht, und dem, was hier in der Praxis passiert ist, können Sie daran ermessen, dass Herr Akbay schon bevor ich die EGMR-Beschwerde eingelegt habe, verstorben war. Und der EGMR sich, muss sagen, damit habe ich selber auch bedingt nur gerechnet, sich dieses Falles wegen anscheinend im grundsätzlichen Bedürfnis angenommen hat, diese Praxis in Deutschland zu verurteilen. Und damit meine ich, ist auch ein starker, ebenso wie Herr Professor Jahn das gesagt hat, ein starker Fingerzeig gegeben, dass die nicht hinnehmbar ist. Ich will als Beispiel aus der Praxis aber jetzt nicht Akbay nehmen, denn das können Sie alles nachlesen. Das ist, auch wenn es noch nicht auf Deutsch vorhanden ist, das ist relativ transparent. Ich will Ihnen ein anderes Beispiel bieten, was jetzt auch kein Ausreißer meines Erachtens ist. Ich habe auch verteidigt in dem sogenannten Wettbüro-Mord hier in Berlin, wo 10 Hells Angels einen Mann in einem Wettbüro aufgesucht haben, der erschossen worden ist, und alle 10 sind verurteilt worden wegen gemeinschaftlichen Mordes. In diesem Verfahren haben auch V-Personen eine Rolle gespielt, und es sind am Anfang relativ schnell Beschuldigte verhaftet worden, weil man der Meinung war, es liegen mehrere VP-Hinweise auf die vor. Es stellte sich im Weiteren heraus, dass einfach die VP-Führung, und das meine ich auch mit mangelnder Kontrolle, und ich freue mich, wenn das Staatsanwälte in anderen Bundesländern glauben, da dauerhaft dran zu bleiben. In Berlin ist es so, dass eigentlich nur die Vertraulichkeitserteilung durch die Staatsanwaltschaft erfolgt und die weitere Bearbeitung exklusiv eigentlich auch der Informationsgewinnung durch die VP-Stellen. Hier war es so, dass die VP-Stellen dann die Hinweise der V-Person einfach durchnummeriert haben und alle Verfahrensbeteiligten inklusive der Staatsanwaltschaft davon ausgegangen sind, das sind verschiedene VPs. Dass mit dieser Nummerierung nur verschiedene Zeitpunkte gemeint waren, wusste keiner. Darauf sind Haftbefehle erlassen worden, weil man dachte, da stützen sich gegenseitig Beweismittel, die in Wahrheit teilweise
dann doch deutlich zu reduzieren waren, weil es weniger VPs waren. Das sind jetzt keine Geschichten eines Verteidigers, der das aus seiner Perspektive nur sieht. Das Urteil aus diesem Prozess liegt mittlerweile vor. Und es war ein Zeuge des Mordes, der da am Nebentisch saß, der dann als VP auch geführt wurde, der sich sozusagen auch doppelte. Das Gericht hat diesen Zeugen in langer Beweisaufnahme als VP enttarnt. Es ist auch prozessökonomisch. Ich bin ja häufiger im Rechtsausschuss gewesen, weil die Prozessökonomie den Gesetzgeber umtreibt. Prozessökonomisch ist das, was wir treiben, da im Moment nicht in diesem ungeregelten Bereich, weil Gericht, Staatsanwaltschaft, Verteidigung auch regelmäßig mit der VP-Führung in den Aufklärungsbemühungen aneinander geraten und man da in einer Grauzone ist, was müssen die jetzt eigentlich sagen und wo können sie sich auf eine fehlende Aussagegenehmigung berufen. Wir haben ewig viel Zeit damit verbracht. Das Handy von dieser VP als Beispiel, und das ist ein weiteres Manko, ich bin nach meiner Erfahrung der Meinung, dass die VP-Führer teilweise eine zu große Nähe zu ihren VPs haben, deren Vertrauen sie natürlich brauchen. Aber die sind natürlich auch der Gradmesser des eigenen Erfolges der dienstlichen Arbeit. Das Handy dieser VP ist beschlagnahmt worden, beziehungsweise beim Zeugen beschlagnahmt worden. Und dadurch stellte sich auch raus, dass sie eine VP war. Die duzten sich nicht nur alle, sondern da waren halt auch SMS, und das kann man alles in dem Urteil nachlesen, von den VP-Führern drauf. Da heißt es dann unter anderem zu der VP, und auch gleichzeitig Zeuge unerkannt lange, melde dich, wenn du eingetrudelt bist, ist wichtig. Schließlich muss ich sagen, dass du vertrauenswürdig bist. Und dann kommt ein Smiley. Wenn das die Kommunikationsform der VP-Führung mit ihrer VP ist, drängt sich mir schon die Frage auf, ob das eigentlich diese kritisch gebotene Prüfung beinhaltet, die die Staatsanwaltschaft auch zu Recht erwartet. Ja, es gab einen weiteren Vermerk später, da ist dieser Zeuge genannt worden, ich nenne ihn hier nicht mit Namen, da heißt es in dem Urteil, der Zeuge meldete sich nach Auskunft des LKA 651, das ist in Berlin die VP-Stelle, habe sich dort wieder gemeldet und jetzt in Anführungszeichen und wieder eine seiner unglaubwürdigen Geschichten erzählt. Das hat nirgendwo Einfluss gefunden in die VP-Führervermerke, sondern es war ein Vermerk eines anderen Beamten, der sich in der Hauptverhandlung dann auch im Urteil festgehalten von seinem Auskunftsverweigerungsrecht nach 55 Gebrauch machen musste, nachdem wegen der Abfassung dieses Vermerks ein Ermittlungsverfahren wegen Verletzung von Dienstgeheimnissen eingeleitet worden ist. Das heißt, das ist das, was ich eingangs merkte, wir fischen da dermaßen im Trüben. Es haben Polizeibeamte aus Sicht des Gerichts da auch gelogen zum Schutz der VP, weil sie die Identität nicht aufmachen wollten. Sie sind explizit gefragt worden, auch in meiner Anwesenheit, ob sie möglicherweise glauben, lügen zu dürfen, weil der Quellenschutz über die Wahrheitspflicht gehe. Das haben sie verneint. Das Gericht hat seine Schlüsse daraus gezogen. Man hat das nur ganz selten damit zu tun, als Verteidiger oder als Gericht, dass man überhaupt so tief eindringt. Aber was man da findet im Trüben, ist ehrlich gesagt nicht mutmachend dafür, dass man diesen Bereich ungeregelt lassen kann. Ich bin weiter gefragt worden nach der Frage der Entlohnung. Und auch das, meine ich, ist ein Punkt, wo es dringend einer gesetzlichen Regelung bedarf. In dem schon angesprochenen Fall Akbay hat der Bundesgerichtshof 2013 ausgeführt, das abgedruckte NSDZ 2014. In den Akten sollte ebenfalls vermerkt werden, ob eine Vertrauensperson für ihre Tätigkeit eine Entlohnung zugesagt bekommen oder gar erhalten hat. Der Senat, in dem Fall der 5. Strafsenat des BGH, weist darauf hin, dass Höhe und Erfolgsbezogenheit des jeweiligen Honorars im Rahmen der gebotenen umfassenden Beweiswürdigung für die Bewertung des Motivs der Vertrauensperson mit den Ermittlungsbehörden zusammenzuarbeiten relevant sein und entscheidungserhebliche Bedeutung erlangen kann. Soweit der 5. Strafsenat des höchsten deutschen Gerichtes, BGH, Bundesgerichtes in Strafsachen. So, wenn Sie, wir haben hier verschiedene Staatsanwälte auch aus anderen Ländern. Ich bin ja nicht nur in Berlin tätig, ich habe noch nie seit 2013 in einer Akte irgendwo vermerkt gefunden, wie hoch das Honorar war und ob ein Honorar
gezahlt worden ist. Wenn ich Frau P-Führer frage in Berlin, ob es dafür ein Honorar gab, sagen Sie keine Aussagegenehmigung. Konfrontiert man Sie mit diesen Zeilen, sagen Sie, ja, da hat unser Justiziariat gesagt, das war eine Einzelfallentscheidung, das gilt sonst nicht. Das ist bemerkenswert, ich habe es Ihnen eben vorgelesen, dass man mit diesen VP-Führern, die ja sozusagen aus dem informationsverarbeitenden Gewerbe stammen, dass die diesen sehr allgemein gehaltenen und generell geltenden Satz ernsthaft zu einer Einzelfallentscheidung herunterdeklinieren wollen. Wenn aber... Wir haben eine Obergrenze, was die Gesamtzeit angeht, und da reduziert es sich am Ende an einer anderen Stelle. Wenn aber polizeiliche Mitarbeiter und die Justiziariate an der Stelle dem höchsten deutschen Gericht in Strafsachen und dem Verfassungsgericht die Gefolgschaft verweigern, denke ich, ist eine gesetzliche Regelung auch an der Stelle überfällig. Danke. Vielen Dank, Herr Kohn. Und ich war gerade drauf und dran zu sagen, das, was Sie so erzählen, es ist so spannend, dass wir dann gleich Staatsprüfungen daraus machen können. Das ist dann die andere Seite der Medaille. Und denn sonst erfahren wir das ja nicht so. So, jetzt sind wir am Ende der ersten Beantwortungsrunde. Weitere Fragen habe ich jetzt im Augenblick. Jetzt kommt die nächste Frage, Herr Strasser und Herr Müller. Können wir gleich in der Reihenfolge vorgehen. Jetzt geht es auch weiter, Herr Mobasat. Und ich sage jetzt dazu, dass wir um 17 Uhr Schluss machen. Also müssen wir uns jetzt etwas kürzer fassen. Habe ich alle gesehen. Und wir haben Strasser als erstes. Meine Frage ist auch ganz kurz. Die gleiche Frage geht an zwei Sachverständige, an Herrn Professor Dr. Jahn und an Herrn Dr. Garcias. Der Punkt ist ja aufgeworfen worden. Die Wahlperiode neigt sich dem Ende. Jetzt haben wir keinen Gesetzentwurf, sondern einen Antrag, mit verschiedenen Punkten an die Bundesregierung einen Gesetzentwurf zu erarbeiten, im Parlament vorzulegen. Was sind denn Ihre Empfehlungen, was jetzt das Parlament mit diesen beiden Anträgen machen soll? Vielen Dank. Das war in der Tat eine kurze Frage. Ganz weiter zu Herrn Müller. Ja, ich nehme einen Perspektivwechsel vor. Nachdem ich vorher die beiden Staatsanwälte gefragt habe, frage ich jetzt die Richterin, die Frau Stockinger. Zwei Fragen an die Frau Stockinger. Die erste Frage. Sie waren, glaube ich, auch schon mal im Staatsschutzsenat oder sind im Staatsschutzsenat. Und auch da, denke ich, hatten Sie es öfters bei der Tatsachenfeststellung mit Vertrauenspersonen als Beweismittel zu tun. Einfache Frage, würde Ihnen die Aussage einer Vertrauensperson zur Überzeugungsbildung genügen? Oder erachten Sie dann noch weitere Beweismittel für zwingend erforderlich, um darauf eine Überzeugungsbildung stützen zu können? Weil nach dem Referat von Grad könnte man ja meinen, wir stützen uns da auf Vertrauenspersonen. Die zweite Frage, wie wichtig schätzen Sie eigentlich Vertrauenspersonen beispielsweise im Rahmen von Clankriminalität oder auch im terroristischen Milieu ein, aber auch unter Berücksichtigung des Zeugenschutzes? Wir machen ja momentan ganz viel wieder in Richtung mehr Schutz für die Zeugen bis hin zu den Personalien, die wir nicht mehr erheben wollen und Ähnliches, damit die nicht öffentlich werden. Wie sehen Sie denn da die Rolle einer VP im Unterschied zu VE, was Ihren Schutz anbelangt nach Beendigung des Verfahrens, weil das hier ja auch immer auftaucht, die VP sei ja so gefährdet oder nicht gefährdet? Vielen Dank, Herr Müller. Frau Bayram. Ich wollte mich noch mal ganz ausdrücklich bedanken für die Möglichkeit, dass wir hier aus der Praxis das ein oder andere mitbekommen, und möchte noch mal zwei Fragen an Herrn Kohn richten. Und zwar zum einen, wie Sie denn der Ansicht sind, dass die V-Personen-Einsätze kontrolliert werden sollten und auch von wem? Und die zweite Frage, die ich hätte, wäre, sind Sie der Ansicht, dass das, ja, ich sag mal, geregelt werden kann, in weiten Teilen, oder gäbe es auch Bereiche, von denen Sie sagen, dass auf den Einsatz von V-Personen grundsätzlich eher verzichtet werden sollte, also dass man das gesetzlich eben auch ausschließen sollte für bestimmte Bereiche? Soweit von mir. Vielen Dank. Vielen Dank. Und gleich weiter zu Herrn Mobasat. Ja, danke schön. Meine erste Frage geht an Herrn Professor Jahn. Sollten die Entschädigungen für Strafverfolgungsmaßnahmen in Fällen der rechtsstaatswidrigen Tatprovokation und anderer Verstöße gegen den Grundsatz des fairen Verfahrens aus Artikel 6 EMRK gesondert geregelt werden?
Und das andere ist eher eine Mini-Frage an Herrn Kohn, nochmal eine Nachfrage zu den sehr interessanten Ausführungen. Sie sagten ja, die geben Ihnen dann keine Auskunft über das Honorar. Kommen Sie über das Thema Aufwandsentschädigung an einer Auskunft? Weil das dahinter verbirgt sich ja oft auch das eigentliche Honorar im anderen Begriff. Und im Übrigen kann ich Ihre Auffassung teilen. Man hört öfter von so Austausch zwischen VP-Führer und VP mit mein Lieber und so weiter. Also das gibt es, glaube ich, relativ häufig. Vielen Dank, Herr Mobassat. Und Frau Rabat als Letzte. Okay. Also wieder meine Fragen gehen wieder an Herrn Fiedler und an Herrn Heger. Zuerst an Herrn Fiedler. Wir gehen ja natürlich davon aus, Ermittlungs- und Justizbeamte richten ihr Vorgehen an geltendem Recht aus. Und nun würde es uns interessieren, ob es den Beamten und Beamtinnen bei weniger ausführlichen Landesvorschriften an Rechtssicherheit fehlen würde. Und die Frage, welche Unterstützung erwarten die Kriminalbeamtinnen und zuständigen Ermittlerinnen von der Bundespolitik? Das ist die Frage an Herrn Fiedler, an Herrn Heger, Entschuldigung. Vielmehr konnte ja der FDP-Antrag also auch noch nicht überzeugen und Sie warnen auch vor einem Schnellschuss. Eine Übernahme des FDP-Antrag erwähnten Modells des § 9 Bundesverfassungsschutzgesetz stehen Sie skeptisch gegenüber. Frage, können Sie uns erläutern, weshalb der Vergleich von Verfassungsschutzbehörde und Strafverfolgungs- und Gefahrenabwehrbehörde uns nicht weiterbringen? Uns würde interessieren, ob die Wahrheitsfindung im gerichtlichen Verfahren durch das Fehlen der Vertrauensperson beeinträchtigt wird. Vielen Dank, Frau Rabert. So, und jetzt müssen wir auf die Uhr gucken, können letztlich nur 2 Minuten für die Antworten gewähren und fangen jetzt wieder alphabetisch an. Herrn Kohnen, 2 Fragen von Frau Bayram und 1 Frage von Herrn Mobatz hat zu beantworten. Ja. Das ist jetzt sozusagen. Ich werde versuchen, jetzt schnell zu machen und doch hoffentlich erschöpfend. Also soll eine VP kontrolliert werden? Ich bin der Meinung, nicht nur sie soll, sondern sie muss, und das ist Rechtsprechung des EGMR. Die von mir in der Vorantwort zitierte, teilweise möglicherweise auch ungesunde Nähe zu den VP-Führern sollte man meines Erachtens dadurch ersetzen, dass die Staatsanwaltschaft direkt, da bin ich bei den Kollegen der Staatsanwaltschaft, die sagen, wir wollen da auch zuverlässige Leute haben, würde ich sagen, dass man gesetzlich dann normativ eine direkte Verantwortung der Staatsanwalt oder des Dezernenten der Staatsanwalt für diesen VP-Einsatz normiert, damit dann auch eine stärkere Kontrolle da ist und auch sich die VP-Führer anders kontrolliert fühlen. Der EGMR sagt, und das ist aus dem Urteil, aber nicht nur aus dem Urteil von Akbar dazu, dass VP-Einsätze natürlich immer das Risiko der Tatprovokation bergen. Und er sagt, dass wenn eine Tatprovokation im Raum steht, es am Staat ist und in dem Fall an der Staatsanwaltschaft zu beweisen, dass eine solche nicht stattgefunden hat. Wie kann man das tun? Naja, nur indem man den Einsatz halt eng kontrolliert. Das heißt, der EGMR fordert eigentlich in diesem Bereich, wo ein Risiko gesetzt wird durch Einsatz von Privaten, dass dieses Risiko gleichzeitig auch kontrolliert wird durch eine engmaschige Kontrolle. Und ich finde, wenn man das regeln will, die VP, dann gehört das auch dazu, dass die EGMR-Rechtsprechung umgesetzt wird und dieser Bereich engmaschig kontrolliert wird und hinterher transparent gemacht werden kann, ohne Quellenschutz zu gefährden. Und das ist, glaube ich, auch der EGMR bezieht sich ja nur auf Mindeststandards, sollte uns nicht zu billig sein. Dann, welche Bereiche sollten nicht, ja, oder wo sollten VP-Einsätze verboten werden? Das maße ich mir ehrlich gesagt nicht so richtig an zu beurteilen, weil das schon Sache der Strafverfolgungsbehörden bzw. des Gesetzgebers ist, das zu regeln. Ich bin aber der Meinung, es sollte natürlich, da bin ich glaube ich auch mit allen hier eins, nicht bei Bagatell oder mittlerer, sondern bei schwerer Kriminalität sollte der Staat nur auf solche Leute zurückgreifen. Zu der Frage von Herrn Mobassat, zu der Aufwandsentschädigung, also unter dem anderen Begriff kommt man da nicht dran. Es gibt ein Verfahren, ich kann das Ihnen vielleicht nachliefern. Es hat vom Landgericht Berlin stattgefunden. Da hat eine VP ihren Aufwand einzuklagen versucht. Mir war mehr versprochen worden, als ich jetzt hier bekommen habe, und hat dann in seiner Klagebegründung sind dann da die Tarife eingetragen worden. Das war aber
Das bezog sich auf einen Zeitraum von 2001 bis 2003. Das wird jetzt im Moment nicht gelten. Ich bin aber der Meinung, dass, wie gesagt, wenn der Bundesgerichtshof das fordert, muss es dem Gesetzgeber nur recht und billig sein, das umzusetzen. Danke. Vielen Dank, Herr Kohn. Als nächstes Herr Fiedler mit der Antwort auf die Frage von Frau Rabert. Die allgemeine Herausforderung wird, aber ich versuche es mal etwas zuzuspitzen, weil die Frage war, was ich mir jetzt wünsche von der Bundespolitik. Da fällt mir mehr als eine halbe Stunde ein. Aber ich will das versuchen, auf einen Punkt herunterzudampfen, weil ich mir durchaus mich heute so ein paar Aussagen so ein bisschen so als Grundlage der Diskussion gestört habe. Und dazu gehörte das ungeregelte Elend, der trübe Tumpel und sag mal, die starke Ausrichtung am VP01, dem Spiegel-Bestseller. Wenn das sozusagen die Grundlage kriminalpolitischer Entscheidungen sein sollte, dann hätte ich da ein massives Störgefühl. Und das ist ein Punkt, den ich so ganz grundsätzlich vorausschicken will. Wenn man so etwas regelt, und wir haben ja heute wenig Erfolgsgeschichten gehört, die es, glaube ich, bei bedeutend mehr gibt, als sozusagen die Elendsbeschreibung, die hier heute natürlich sich auf den rechtlichen Zustand, das habe ich schon verstanden, bezogen sollte. Also mein Wunsch an die Bundespolitik ist sozusagen, auf der Erkenntnisebene zunächst einmal etwas vorauszusetzen für die kriminalpolitische Debatte. Also das heißt, über welche Herausforderungen und Phänomene diskutieren wir eigentlich, bei denen wir besonders unter anderem auf VP angewiesen sind. Und dann kommen wir zu Diskussionen auch an Stellen, wo ich gerne mit Ihnen auch die Diskussion einsteigen würde, ob wir in bestimmten Phänomenbereichen, nämlich zum Beispiel der Korruption und Wirtschaftskriminalität, sogar eher zusätzliche Möglichkeiten benötigen, um Vertraulichkeit zuzusichern, weil es dann nicht immer um Leib und Leben Gefährdung geht, sondern um andere Nachteile, bei denen das nicht immer so leicht fällt. Und will sozusagen deutlich machen, dass das von der Dimension und der Herausforderung, glaube ich, vielfach etwas missverstanden wird. Also in der öffentlichen Debatte kommt kaum vor, dass nach konservativen Schätzungen von Europol wir über 5000 Gruppierungen der organisierten Kriminalität diskutieren. Wir diskutieren nur punktuell mal über 16 Tonnen Kokain, die irgendwo ankommen, sind uns gleichzeitig alle bewusst, dass wir es mit durchaus beträchtlichen Gefahren für den demokratischen Rechtsstaat zu tun haben. Und dann müssen wir sozusagen beides diskutieren. Wir müssen die berechtigten Anliegen von zum Beispiel Professor Jahn und anderen in dieser Runde zur Kenntnis nehmen, die Menschenrechtsperspektive, und müssen aber auf der anderen Seite eben auch daneben stellen, welche Herausforderungen wir aus einer gesellschaftlichen Sicht heraus für die Ermittlungsbehörden zu diskutieren haben. Und die sind nicht trivial und sie sind schon gar nicht monokausal. So, wenn wir das beides zusammenbringen, dann kommen wir im Ergebnis jedenfalls dazu, dass wir dringend auf die Unterstützung von Menschen aus dem kriminellen Milieu angewiesen sind. Und übrigens nicht nur zur Repression, sondern auch zur Prävention benötigen wir solche Menschen, die uns helfen, Leute auch aus dem Gefüge herauszubringen. Das wäre eine Debatte, die ich mir, das ist ja vielfach schon angeklungen, für die nächste Legislaturperiode dann auch wünschen würde. Vielen Dank. Herr Gazeas. Vielen Dank. Ich stehe besonders unter Druck, weil bei einer kurzen Frage oder so kurzen Frage sollte man besonders kurz antworten. Also wir haben normalerweise im Plenum so 3 Minuten oder 4 Minuten und dann tickt eine Uhr rückwärts. Genau. Wir sind hier also völlig liberal. Ich versuche Sie nicht auszuschöpfen, Herr Vorsitzender. Ihre Frage danach, wie man mit dem Antrag umgehen sollte im Hinblick auf das, was vorgetragen wurde. Also sicherlich wird man kein Gesetz machen können noch in dieser Legislaturperiode. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Gleichwohl halte ich eine bloße Ablehnung dieser beiden Anträge auch nicht für den richtigen Weg. Denn was man durchaus machen kann, ist, so meine ich, ein Beschluss hier im Rechtsausschuss, der trotz des Diskontinuitätsgrundsatzes ein wichtiges Signal an den 20. Deutschen Bundestag senden würde und an die dem vorausgehenden, davon gehe ich mal aus, Koalitionsverhandlungen. Insoweit könnte man etwa, Sie haben jetzt, wenn ich den FDP-Antrag etwa nehme, unter Römisch drittens die Forderung an die Bundesregierung, eine Rechtsgrundlage zu stellen, könnte man auch allgemeiner halten, indem man sagt, eine geeignete, den Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts und des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, ne, genügende Rechtsgrundlage für den rechtssicheren Einsatz von Vertrauensleuten im Strafverfahren zu schaffen. Das wäre ein Signal. Ich hoffe, dass zumindest auf dieser Minimalebene, denn auch Konsens besteht, alles andere würde
würde mich irritieren. Und einen Anknüpfungspunkt hätten Sie im Übrigen auch, also einen weiteren, neben all den vielen, die Sie hier gehört haben, meine ich. Die 90. JuMiKo hat in ihrer Sitzung am 7. November 2019 ja dieselbe Aufforderung oder Bitte an das BMJV adressiert. Da ist eben nur noch keine Antwort gekommen, obwohl die Materie da ist. Und ein letztes Wort. Mein Vorredner, Herr Fiedler, hatte ja eben angesprochen, dass man sich das ein oder andere, so habe ich es verstanden, noch auch in rechtstatsächlicher Hinsicht mal anschauen muss. Ich glaube, das brauchen wir alles gar nicht. Wir brauchen weder eine Enquete-Kommission noch jahrelange rechtstatsächliche Erhebung, um die hier zu regelnden Fragen einer gesetzlichen Regelung zuzuführen. Das wäre also etwas, was man in der neuen Legislaturperiode, so meine ich, auch sehr rasch rangehen könnte. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Garcias. Als nächstes Herr Heger mit der Antwort auf die Frage von Frau Rabert. Ja, vielen Dank. Im Grundsatz bin ich ja bei Herrn Garcias. Der nächste Bundestag soll das durchaus diskutieren können. Aber ich warne trotzdem auch insoweit weiterhin vor Schnellschüssen. Das wurde ja gerade schon angesprochen von Frau Rabert. Ich möchte nur noch mal darauf hinweisen, selbst wenn wir uns einig sind über die Frage, was eine Tatprovokation zur Folge haben soll, bin ich doch nicht ganz sicher, ob wir es so dezidiert formulieren können, was eine Tatprovokation ist, beziehungsweise wann sie rechtsstaatswidrig ist, dass es im Einzelfall 1:1 gehandhabt werden kann. Sonst hat man eine ganz oder gar nicht Lösung, tolle Einstellung, wenn es eine ist, aber wir wissen nicht, was. Und da, das ist ein typischer Fall, wo ich dringend vor einem Schnellschuss warnen würde, weil dann hat man irgendwie, versenkt man sich selbst, so wie es der Gesetzgeber im Jahr 1968 mit der Verjährung von NS-Verbrechen gemacht hat. Das war ja auch aus Versehen, zumindest sagt man das heute. Und plötzlich hängt man in einer zwingenden, in einem zwingenden Verfahrenshindernis und sagt, ja, wir haben das blöd formuliert, wir müssen jetzt aber alle Verfahren einstellen, weil das rechtsstaatswidrig ist, obwohl es das vielleicht gar nicht ist im Einzelfall. Deshalb warne ich davor, das würde ich gerne doch etwas deutlicher diskutiert haben. Und das sagen, wie gesagt, mir bekannte Anmerkungen auch, dass diese Frage damit keinesfalls geklärt ist mit der Frage der Folgen. Das darf man nicht miteinander verwechseln. Wieso sage ich, man soll nicht Paragraph 9a und b einfach übernehmen? Schlicht, weil Paragraph 9b des Bundesverfassungsschutzgesetzes am Anfang heißt, dass entsprechend die Regelungen, also für Vertrauensleute, das wären hier die V-Personen im Strafprozess, die Regelungen über den verdeckten Ermittler 1:1, also entsprechend anzuwenden sind. Da habe ich doch große Bedenken. Das ist hier deutlich geworden, dass mindestens bei der Strafverfolgung der Einsatz von verdeckten Ermittlern wohl doch eine andere Sache ist. Und die sollte man nicht allzu eng aneinander bringen. Vielleicht könnte man das, da bin ich gerade auf die Idee gekommen, für ausländische verdeckte Ermittler, die V-Personen hier sind, tatsächlich so machen. Das würde vielleicht eine Europäisierung der Strafverfolgung im Schengen-Raum auch durchaus nahelegen. Aber ob man das 1:1 auch für aus dem kriminellen Milieu oder aus kriminellen Gruppen angeworbene Personen machen sollte, das würde ich doch mit einem großen Fragezeichen sehen. Wenn man so machen sollte, müsste man es jedenfalls auch intensiver diskutieren. Danke. Ja, vielen Dank, Herr Heger. Als nächstes Herr Jahn mit der Antwort auf die Fragen von Herrn Strasser und Herrn Mobassat. Herr Strasser fragt danach, wie es jetzt weitergehen soll. Ich stimme einigen Vorrednern darin zu, dass die Ergebnisse der heutigen Ausschussanhörung jedenfalls Gegenstand des Koalitionsvertrags, dass der Koalitionäre im 20. Bundestag sein sollten. Nun wissen wir ja nicht, wer die vertragsschließenden Parteien sind und können das noch nicht näher ermessen. Aber wir haben doch heute drei Kolleginnen und Kollegen aus dem BMJV unter uns, den zuständigen Unterabteilungsleiter, die Referatsleiterin, die aus dem, was wir heute hier diskutiert haben, sicherlich ihre gewohnt klugen Schlussfolgerungen ziehen werden und möglicherweise schon bis in den September etwas vorrätig haben. Ich will noch mal daran erinnern, insofern haben wir ja doch einen Konsens gefunden, dass das BMJV im Anschluss an unsere Expertenkommission zur effektiven und praxistauglichen Gestaltung des Strafverfahrens im Jahre 2016 in einem allerersten Non-Paper, dem sogenannten Rohentwurf, ja schon mal eine Regelung vorgeschlagen hat. Aber da hat für mich die heutige Sitzung erbracht, dass das von niemandem gewollt ist, denn die sah vor, VP und VE identisch zu regeln. Und das ist ja communis opinio heute gewesen. Da haben auch Herr Abgeordneter Müller, Herr Fiedler, Herr Kollege Heger gesagt, das geht so nicht. Und das würde ich auch so sehen. Das wäre unterkomplex. Zweite Frage von Herrn Mobassat. Die Problematik der Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen, das ist sicherlich auch etwas, was die Kolleginnen und Kollegen aus dem BMJV zu bedenken haben werden.
erste Stellungnahme von Herrn Heger hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass das geltende Recht hier in Paragraphen 6 Absatz 1 Nummer 2 des Strafrechtsentschädigungsgesetzes eine Falle bereithält, wo es nämlich heißt, dass im Fall der Einstellung des Verfahrens wegen eines Prozesshindernisses die Strafverfolgungsentschädigung versagt werden kann. Und die Anreizwirkung, die an dieser Stelle ausgeht, die ist natürlich fatal. Und deshalb würde ich vorschlagen, ein Semikolon einzuführen nach der Nummer 2 und das für die sogenannten Bestrafungsverbote, das ist die Terminologie von Meyer-Gossner im Standardkommentar, für die sogenannten Bestrafungsverbote auszuschließen, um die Anreizwirkung zu nehmen, zu sagen, nein, wir machen hier kein Verfahrenshindernis und geben dann am Ende auch keine Entschädigung. Und letzter Teil meiner Antwort, 7 Absatz 3 Strafrechtsentschädigungsgesetz, der ist ja gerade nun erst im Oktober geändert worden, gibt jetzt 75 Euro pauschaliert Entschädigung. Ich könnte mir vorstellen, dass man hier auch eine Ergänzung vornimmt und für den Fall der sogenannten Bestrafungsverbote, also auch rechtsstaatswidrige Tatprovokation, diesen Satz noch erhöht. Im europäischen Kontext haben wir viele Länder, die beispielsweise bis zu 200 Euro geben. Und darüber wird auch zu diskutieren sein. Das ist aber ganz klar eine Frage völlig freien politischen Ermessens. Da kann der Gesetzgeber, dieses Hohe Haus, entscheiden, natürlich immer beraten durch die Haushälterinnen und Haushälter. Vielen Dank. Vielen Dank. Sie sprechen einen richtigen Punkt an. Das Gesetz haben wir ja vor einigen Wochen gerade hier auch beraten. Und die Haushaltsfrage war immer im Hintergrund, spielt eine Rolle. Frau Neratschek, Sie haben es angesprochen, aus dem BMJV ist zugeschaltet. Die schreibt ganz sicher intensiv mit. Und wenn Sie sagen, es kommt in den Koalitionsvertrag, das muss man manchmal sagen, dann kommt es vorher in die Parteiprogramme rein und dann ist es die Grundlage für den Koalitionsvertrag, weil manchmal auch im juristischen Umfeld diese sozusagen dieser Aufbau der verschiedenen Schritte nicht so richtig klar ist. Jetzt als letztes Frau Stockinger mit den Antworten auf die Fragen von Herrn Müller. Die erste Frage, ob Aussage einer VP genügt, da muss ich nur kurz richtigstellen. Ich bin zwar in einem Strafsenat beim Oberlandesgericht, aber nicht Staatsschutzsenat, sondern Beschlusssenat. Aber wir haben das natürlich auch mit Haftentscheidungen, wo wir Tatverdacht überprüfen müssen. Wir in Bayern wechseln ja. Ich war sehr lange Staatsanwältin. Mir reicht, hätte es schon als Staatsanwältin nicht gereicht, alleine auf Grundlage einer VP Aussage, die ich nicht weiter verifizieren kann, eine Anklage zu erheben. Ziel, so hat's ja, haben es ja die Kollegen schon gesagt, der Staatsanwaltschaft eines VP-Einsatzes ist immer entweder eine NÖP, eine TÜ oder sonstige belastbare Beweismittel, Sicherstellungen oder sonstiges zu erlangen. Alleine eine VP-Aussage würde mir nicht genügen. Die zweite Frage nach der Wichtigkeit. Auch das ist heute schon angeklungen, gerade im Bereich Terrorismus, Clan, Ethnien wie Tschetschenen und sonstige kommen wir ohne VPs nicht so weit, wie wir heute kommen. Auch da ist es Ziel des Einsatzes, dass man irgendwie den Einstieg bekommt, aber oder auch Informationen allgemeiner Art aus diesem raus. Aber gerade in dem Bereich scheitert oftmals ein VE-Einsatz. Da ist der VP-Einsatz sehr wichtig. In diesem Bereich handelt es sich meistens um Nahbereichs-VPs, also VPs, die aus dem Dunstkreis der Zielpersonen stammen, sodass dann auch der Zeugenschutz hier für den Schutz der VP nicht weiterhilft, weil das hieße ja für die Vertrauensperson, dass er sich anschließend aus seinem gewohnten Umfeld verschwindet, um sich irgendwo sonst wo in den Zeugenschutz zu begeben. Zeugenschutz hat auch ansonsten im Bereich VP viele Schwierigkeiten, weil es sich ja dann doch um Personen aus dem kriminellen Milieu handelt. Und im Zeugenschutz braucht man eine gewisse Zuverlässigkeit und nicht jemanden, der dann dort, wo er als Zeuge untergebracht wird und betütelt und behütet wird, sich dort ein neues kriminelles Umfeld sucht. Also Zeugenschutz ist in der Regel bei VP nicht die gelungene Wahl, um die Personen vor Gefährdung zu schützen. Ja, vielen Dank, Frau Stockinger. Mit dem Tümpel haben wir angefangen, mit dem Dunstkreis hören wir auf. Wir sind am Ende der Anhörung. Viel Input bekommen. Ich habe manches gelernt, auch im tatsächlichen Bereich. Und was wir damit anfangen, das entscheiden die Kolleginnen und Kollegen hier auf den verschiedensten Wegen. Sicher ist eins, es ist zum Thema gemacht worden, und das ist der Sinn der Anhörung. Herzlichen Dank, ich schließe die Sitzung.